Hat sich sowas von aus. Hast du gesehen? Kein Problem. So, wie viele sind jetzt noch? Wie viele sind sie? Ich mache jetzt alle gleichzeitig fertig. Komm her. Oha, zwei Ogre! Einfach Ogos. Oh mein Gott! Ich habe eine Wespe hier drin gehabt, an meinem Arm. Das wäre eine normale Fliege. Okay, sie ist wieder draußen. Und ist ja da draußen. Ah. Alter, Junge, die fliegt an meinen Arm. Sie ist schon weg. Klick an meinen Arm und mach. So Wind. Ihr wisst ja, wie heftig Wind die machen. Hey, ich dachte, du wärst tot. Hier, Breakfast without Music. Don't buy Ouija board. Ich durchgespielt. So. Ich bin schon entmutet, perfekt.
So, herzlich willkommen zu unserem Gothic 2 Returning Finale. Kleinen Moment. Bin live. Ich glaube, der Bot hat manchmal Probleme, wenn jemand schon eher live gegangen ist und der das halt gepostet hat. Dax ist ja gerade live gegangen. Ich glaube, dann hat der Probleme und braucht halt länger, um das zu posten. Deswegen habe ich das einfach nochmal geschrieben. Und ich hatte auch noch ein paar Schwierigkeiten gerade mit meinem Kater. Der ist ein bisschen hyperaktiv gerade. War ja auch lange nicht da. So, ich bin richtig gespannt jetzt. Ich vermute ja, dass das sehr nach hinten losgehen wird mit den Frames. An der einen Stelle. Aber wir sind halt so gut wie fertig. Freut mich, dass ihr schon da seid, The Only Wonder und Vatras. Die beiden Ehren Gothic Koloniemitglieder oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Nächster Stream, Finale. Aber wirklich, wirklich. Nein, ich glaube diesmal wirklich. Ich glaube, diesmal schaffen wir das wirklich. Was geht, Retroling Gaming? Herzlich willkommen. So. Muss ich mal kurz die Musik ausmachen. Ich hab's ja gesagt. Ja, du hast es mir gesagt. Ich wusste ja nicht, dass sich das noch so lang ziehen wird. Okay, liebe Friends. Wir machen heute das Finale und wahrscheinlich fangen wir dann am Samstag mit Chroniken von Myrtan an. Wahrscheinlich. Heute wird jetzt fertig. Jetzt habe ich mir das Elend angetan. Nun muss ich auch das Finale sehen. Ja, stimmt. Absolut richtig. Okay. Wenn Obus aber kein Problem da hat. Bis morgen. Okay, ich sollte bis morgen warten. So war das. Ich sollte bis morgen warten. Gabe der Verrückten. Also das ist was anderes. Das ist so eine Nebenquest. Die habe ich komplett verpasst. Warum kommt der Titel mir so bekannt vor? Ich glaube, das kennt jeder einfach. Das kommt nicht nur bei Gothic vor, das kommt bei jedem Kack-Game vor. Bei dem man halt so storymäßig was macht. Dass man einfach denkt, okay, vor allem wenn man halt blind spielt. Okay, ich bin jetzt fertig, heute werden wir fertig. Und dann kommt noch irgendwas anderes dazu. Und dann noch irgendwas anderes und irgendwas. Und dann zieht sich das so lang. Und das genau das Gleiche, was dir passiert ist, ist mir jetzt auch passiert. Letztes Mal dachte ich, okay, Finale safe. Und dann hat es einfach nicht geklappt. Aber diesmal muss Finale sein. Okay. Ork-Krieg? Genau. Wir müssen zuerst aber Wächter machen, glaube ich. Hast du den Schläfer besiegt? Ja, habe ich. Easy. Ich habe den einfach zerstört. Ich habe den einfach in der Luft zerrissen, diesen Schläfer. Katja, das ist hier quasi ein Ende, das über das von dir hinausgeht bei Returning. Das ist die Ork-Armee. Einfach Shisha on Stream. Ja, ist safe. Voll oft bei mir. Ständig. Stell dir vor, Katja, damit du weißt, was hier gerade abgeht. Du bist ja nicht auf dem aktuellen Stand. Du hast ja sich bei dir erst jetzt? Echt jetzt? Ich hab das voll oft. Voll oft beim Gothic Stream. Aber gut, das kann sein, weil meine Pfeife hält ja circa 2 Stunden. Lag ich ein bisschen? Ja, ne? Wieso ist das so? Fest? Vom Game vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Meine Pfeife hält ja nur 2 Stunden. Wenn meine Streams dann 6 Stunden gehen, dann habe ich 4 Stunden keine Pfeife. Meistens. Außer mein Kumpel ist da und der macht mir dann immer einen neuen Kopf. Stell dir vor, du bist nach Irdorod gesegelt, hast den untoten Drachen geklatscht, dann ist irgendwas passiert und ihr seid wieder zurück nach Corinnes gefahren. Aber in der Zwischenzeit haben die Orks einfach die komplette Stadt zerstört. Alle Bürger gekillt, also fast alle. Und ja, viele Menschen sind jetzt gestorben. Die Orks machen sich bereit. Alle Überlebenden wurden jetzt rekrutiert, bei Onachs Hof sich zu versammeln. Und dann kommt eine richtige Schlacht. Und es laggt jetzt schon, wenn ich da einfach chille. Wenn ich da einfach durch die Leute laufe, es laggt schon unglaublich viel. Warte mal. Habe ich die Truhe von dem überhaupt mal gelootet? Also, die Truhe kann ich looten? Achso, habe ich schon. Okay. Und es laggt schon, wenn ich da einfach dran vorbeilaufe. Wahrscheinlich wird der Krieg sowas von katastrophal sein. Aber ich bin gespannt. Und jetzt müssen wir einfach bis zum nächsten Tag warten. Bei Pyrokal so ein Ding holen. Damit machen wir dann unsere Waffe stärker. Wir haben so eine Special-Waffe bekommen.
dann hauen wir die Wächter weg und dann hauen wir die Orks weg. Und dann ist Ende. Let's go. Diesmal aber wirklich älter. Ich spiele das schon seit fast 300 Streamstunden wahrscheinlich. In-game 219 Stunden einfach. Und ich glaube, Chronik von Myrtana wird deutlich kürzer sein. Weil da steht auf Steam steht da nur 60 Stunden Spielzeit. Wenn ich das spiele und halt versuche viel mitzunehmen, dann kommen wir vielleicht auf die 100. Aber das ist meine Wurst, Bruder. Vielleicht ein Drittel von Returning. Die Orks greifen mich übrigens nicht an, weil ich deren Big Boss gekillt habe. Ja, bist du beim Schläfer verreckt? Gar nicht so oft. Ich glaube, beim vierten Versuch oder so, oder beim fünften Versuch war es das, glaube ich, schon. Der war gar nicht so schwer. Kannst ja die VOD angucken, also der ging echt gut klar. Oh shit, Panda kommt wieder. Panda, drück bitte nichts. Nichts auf der Tastatur. Nein, nicht tränke! Panda, hör auf damit, mein Kater ist wieder hier. Guck. Geh weg, nicht auf die Tastatur. Jetzt habe ich einen Trank getrunken wegen dem. Egal, nicht so schlimm. Der einzig wahre GNS-Set-Spec. Willkommen zum Finale. Muss aber auch die Mods anpacken. Ey, auf jeden Fall. Du meintest ja, du willst diese Games erstmal für dich selber spielen, ne? So, außerhalb des Streams erstmal für dich selber spielen, um das erstmal richtig zu genießen. Ich kann es voll nachvollziehen. Also ich kann es wirklich absolut nachvollziehen. Ich frage mich allerdings nur, hast du die Zeit, um solche Mods erstmal selber zu spielen? Ich hätte die Zeit nicht. So ein feiner Kater, ey, der ist wirklich richtig lieb. Aber manchmal ist halt ein bisschen hyperaktiv. Ach, gewinnt eine Ewigkeit. Ja, perfekt, dass du jetzt da bist. Als nächstes dann Odyssee. Nee, zuerst Chronik von Myrtana und dann mal gucken. Ja, ich muss jetzt irgendwie Zeit tot kriegen. Der will mir das erst am nächsten Tag geben. Oh. Und ich habe keinen Schlafsack mehr. Moment, ich muss pennen gehen. Deswegen, guck mal. Ich würde mich freuen, als Zuschauer, wenn du ein paar gute Mods einfach im Stream blind spielst. Also komplett keinen Plan zu haben. Weil das ist halt, finde ich persönlich, sehr viel unterhaltsamer, als wenn du halt viele Sachen schon kennst. Mann, ich will länger dabei sein, aber muss um 5 aufstehen. Oh shit, das wird nix. Ja, toll, 5 Stunden pennen, ich muss bis zum nächsten Tag warten. Wieso haben die da so Kacke gemacht? Nicht Assassin's Creed Odyssey. Gothic Odyssey gibt es auch. Also, wir müssen jetzt einfach Geschwindigkeit mal 3 machen und warten. Weiß ich doch, Kumpel. Mach etwas Kleineres. Guck mal. Es gibt Dirty Swamp, ne? Ist eine richtig coole Mod. Also wirklich richtig cool. Ich mach keinen Spaß. Das ist meine mittlerweile Lieblings-eigenständige Mod, weil das ist eine eigene Geschichte. Richtig gute Sprachausgabe, richtig geile neue Sachen, unglaublich gute Bosskämpfe und hat halt auch einen normalen Schwierigkeitsgrad und einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Also einfach ganz normal spielen, könntest du, oder wenn du halt eine Challenge willst, kannst du auch schwer machen. Und der ist halt auch nicht, das ist auch nicht so ein richtig fetter Batzen, wie Returning zum Beispiel. Das kriegst du relativ schnell durch. Ja, jetzt nicht so schnell, aber länger als Gothic 2 Original ist es nicht. Odyssey geht ja auch nur 300 Stunden. Ja, Odyssey jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Für so ein heftiges Projekt so sofort. Das sind ja richtig lange Mods. Ey Jungs, wir müssen noch 6 Stunden warten. Beziehungsweise 1 Stunde pro Minute. Ja, geht ja eigentlich. Müssen halt nur ein bisschen warten. Deswegen, also wenn du dir halt, du hast ja jetzt vor kurzem was Neues angefangen, glaube ich. Oder? Das letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass du an einem Stream Gothic 2 beendet hast und an Elden Ring beendet hast. Das habe ich noch gesehen. Velaya kann ich empfehlen. Velaya finde ich auch cool. Allerdings ist da die Sprachausgabe teilweise nicht so gut. Also viele Charakter, wichtige Charakter haben eine gute Sprachausgabe, manche sind aber ein bisschen kacke. Aber an sich ist das Game auch gut. Velaya kann ich auch empfehlen. Aber für mich war Dirty Swamp einfach deutlich besser, also wirklich gut. Arkanus wird klasse, die Mod ist genial. Ja, ich bin mega gespannt. Joy! Ede! Du bist ein armer Schlucker, was? Ja. Danke. Behalte das bisschen, was du für hast. Dein Geschenksub an Kachinga. Ich hoffe, sie weiß die Emo zu schätzen. Vielen Dank für das Wort. Gothic 2 habe ich geschafft, aber Elden Ring nicht. Und habe geheult und habe erstmal Feierabend gemacht. Oh nein, wieso? War der Bosskampf zu stark am Ende oder was? Ich kenne das ja gar nicht.
Nee, schätze ich nicht. Nein, warum? Jetzt hast du so ein Emote, wo ich den hier mache. Er weiß das ja besser. Hydoka, gib mir jetzt die Kacke. Ja, es geht halt nicht anders. Wir müssen einfach warten, bis Hydoka mir das Zeug gibt. Dann können wir weiterspielen. So steht es in den Heiligen Schriften. So steht es auch in den Heiligen Schriften. Seine Meinung kennst du ja schon. Und genau, seine Meinung kennen wir auch. Ja, alles klar. Glaubst du wirklich? Geh mal hier weg. Die Schafe sind ein bisschen too much. Alter, die Schafe sind mega laut. Gott, ich schreie einfach die ganze Zeit. Ich warte jetzt hier einfach im Wald. Hinterm Kloster. Warte ich, bis es der nächste Tag ist. Noni, was geht? Herzlich willkommen zum Finale. Beide sehr intense vom Gefühl her und Druck. Sehr intens von den Gefühlen und Druck. Okay, das kann ich nachvollziehen. Bei so schwierigen Bosskämpfen, das ist ja bei Gothic genauso. So wie es bei Returning. War das einfach manchmal crazy und hat richtig Konzentration gefressen. Valendor ist auch nicht schlecht. Den kenne ich nicht. Die Mod kenne ich nicht. Also für die jetzt neu eingeschaltet haben, ich muss bis zum nächsten Tag warten, damit es weitergeht. Bisschen doof, aber wir haben ja schon 20 Uhr. Gleich geht's weiter. Dann hauen wir die Wächter weg und dann kommt Orkkrieg. Das ist vorbei. Alter, mein Gothic 2 Ende war so dumm. Allein den Sachen zu besiegen war so dämlich zum Teil. Ich finde die Gothic 2 Bosskämpfe generell einfach echt ein bisschen lame, so aus heutiger Sicht betrachtet. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass in solchen Mods, in den neueren Mods, teilweise richtig geile Bosskämpfe sind. Also wirklich cool. Was man alles aus Gothic, aus der Gothic-Steuerung rausholen kann, ist schon ein bisschen unvorstellbar gewesen damals. Ja. Ich höre ihn nur noch fluchen. Ich habe schon teilweise ein bisschen aufgeregt, das stimmt. Habe ich gerade getrunken eigentlich? Ich wollte trinken. Ich habe die Flasche hingepackt, aber ich habe es vergessen. Tut mir leid, Hirschi, Eder. Ja, auf jeden Fall, wenn du dann mal ein Mammutprojekt angehen willst in Gothic und Gothic 2 wieder zum ersten Mal spielen willst, dann auf jeden Fall Returning. Aber das wird lange dauern. Wobei, vielleicht auch nicht so lange, wenn du das nicht auf Albtraum spielst. Aber auf Albtraum dauert es echt lange, wenn du mal die Charakterwerte anguckst. Einfach bei 550 Stärke. Eins oder zwei. Ich muss leider schon um 0 Uhr gehen, muss schlafen. Mein Praktikum für Ausbildung und darf nicht verschlafen. Okay, das ist wichtig. Dann stell dir am besten zwei Wecker. Eins oder zwei. Eins oder zwei was? Eins oder zwei, was, Gothic oder? Ich kenne nur Gothic 1 oder 2. Returning 1 oder 2? Wie Returning 1 oder 2? Ich kenne nur ein Returning. Hab sogar 5 gestellt, okay. Das ist gut. Ich muss schlafen, aber hab noch 5 Stunden. Nein, 5 Stunden? Also ich kann ja hier nicht pennen. 5 Stunden, das lohnt sich gar nicht mehr zu schlafen. Bleib am besten hier. Ach, es gibt 2.0. Ach stimmt, ich spiele auch 2.0, oder? Wir haben es gleich geschafft. Well, Ignaz habe ich nicht so. Verdammt, was ist los? Igaraz habe ich gekillt. Würde gerne. Ja. Manchmal ist Schlaf schon wichtig. Ich habe ja zum Glück morgen Spätschicht. Also ich hatte heute auch Spätschicht. Ciao, schlaf gut. Hab einen schönen Tag morgen. Ich hoffe, du packst alles. Und ich freue mich auf Dirty Swamp. Hoffentlich. Ich drück dir die Daumen oder mir die Daumen, dass du die Daumen drückst oder so ähnlich. Keine Ahnung. So, 0:02. Aber jetzt ist ja das Problem, dass ich nicht mit dem quatschen kann. Wie mache ich das jetzt? Iskarot. Celes Rückkehr ist auch riesig und relativ gut. Das habe ich mal angefangen, aber damals gab es keine Sprachausgabe. Mittlerweile sollte das schon besser sein. Ist das Büroka, das der Pentis? Wieso wacht er auf? Ach meine Güte, ey. Kluges Kerlchen. Jetzt muss ich warten, bis es morgens ist, damit er aus seiner scheiß Hütte kommt. Aus seinem Häuschen kommt. Celes Rückkehr hatte ich letztes Jahr im Sommer irgendwann angefangen zu spielen. Fand es auch nicht schlecht, weil es auch sehr viele neue Sachen gab. Aber durch die fehlende Sprachausgabe damals habe ich das dann abgebrochen, weil ich musste dann ja alles laut vorlesen. Das war im Stream war das dann mega anstrengend, alles vorzulesen. Deswegen habe ich das abgebrochen.
CS Rückkehr ist mega gut, gibt auch eine TTS mittlerweile dafür. Würde mich so freuen, dass du auch mal on Stream zockst. Teilweise kannst du da den Chat auch gut zur Hilfe brauchen. Ja, wenn es mittlerweile, also ich kann mir aber gut vorstellen, dass man die TTS-Sprachausgabe hier auch in anderen Mods jetzt reinpacken kann. Und mittlerweile würde ich das auch wieder spielen. Also es gibt einiges auf der Liste, was wir spielen könnten. Zum Glück beginnt meine Frühschicht erst um 9. Ich kann mir 7:30 Uhr pennen. Ja, das ist gut. Ja, da kann man auch gut mal ein bisschen länger wach bleiben. Wenn du sofort einpennst, kannst du 6 Stunden schlafen. So, wie kriege ich jetzt Pyroka hier raus? Gar nicht. Ich krieg den hier nicht raus, das geht nicht. Das ist so eine Kacke hier gerade. Wieso muss ich einen Tag warten? Feuerregen, ja, dann ist er auf jeden Fall wach. Dann ist er aber richtig wach. CS Rückkehr habe ich schon durch und es war so ein Erlebnis, teilweise auch mit den neuen Soundtracks in neuen Welten, echt Hammer. CS ist auch sehr angenehm und stimmig. Glaube ich dir. Würde ich auf jeden Fall mal machen. Wir müssen halt gucken, was halt wann kommt. Und mein Plan war es ja eigentlich erstmal hier nach jetzt Thronik von Mythana zu machen und dann eigentlich nochmal Returning. Eigentlich. Hallo. Wir müssen mal schauen. Ich kann auch eine Abstimmung machen oder so. Milton, was geht? Gar nichts. Ja, wir müssen doch noch bis 8 Uhr warten. So eine Kacke eigentlich. Na, aber was sollen wir machen? Gibt keine andere Möglichkeit jetzt. Ich hatte Xedes Rückkehr auch. Wie lange habe ich das gespielt? Lass mich mal überlegen. Ich habe halt viele Anfangsquests gemacht und ich war auch schon in diesem Dorf da. Wo man mit diesem Minecart dahin fährt, weißt du? Da war ich auch schon. Hab da auch relativ viele Quests gemacht. So ein Mistwetter. Und da habe ich dann auch Lester, glaube ich, getroffen. Wie wär's mit Dragon Ball Kakarot? Weiß ich nicht, ob ich... Ich bin nicht so der Fan von Anime-Games. Ich gucke mir die gerne an. Ne, ich gucke sehr, sehr gerne Anime. Aber Games davon waren bisher halt nie so überzeugend. In meinen Augen für mich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das spielen würde. Ich habe ja auch noch andere Sachen im Kopf. Ich möchte ja auch noch Pokémon spielen. Die neue Generation. Und ich wollte ja auch Breath of the Wild 2 spielen, wenn das rauskommt nächstes Jahr. Und dann dazu auch noch Gothic. Dann haben wir auch noch unser Minecraft-Projekt, bei dem wir diese ganzen Sachen hier bauen. Und Smash ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Dann noch die Special Streams, die mit mir regelmäßig kommen. Ich glaube, du meinst Elendale? Keine Ahnung, wie das hieß. Auch so eine Hammerkarte mit dem Soundtrack. Hm. Du bist ein armer Schlucker, was? Ja, behalte das bisschen, was du hast. Dankeschön, The Only One, für die Belohnung, dass ich mit der Deutschen Bahn nach Hause gefahren bin und auch noch streame. Aber ich muss dazu sagen, die Deutsche Bahn war diesmal pünktlich. Deswegen ist das nicht mein Verdienst, sondern deren Verdienst eigentlich. Aber vielen, vielen Dank für die 100 Bits, Ede. Eine Stunde. Noch 4 Stunden, Jungs. Die Sonne geht auf. Ja. Oh, verdammt, was ist los? Ja, hier, Pyroka. Hallo, Mini B, was geht? Herzlich willkommen. Sehen wir pünktlich? Tatsächlich. Das war schon wieder so. Da stand halt keine keine Verspätung, kein falscher Gleis oder so. Da stand einfach nur 22.29 Uhr kommt die. Und die kam dann auch. Das war sehr, ja, spektakulär irgendwie. Irgendwie so unglaublich. Kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Wo ist meine Waffe eigentlich? Ich hab die ja schon geschmiedet, ne? Ne, die war schwächer. Die war bei 180 oder so. Hier irgendwo müsste sie sein. Hä? Wo ist denn das Schwert, was ich geschmiedet habe? Geht manchmal noch Gewohnheit anderen Gleis, ja. Manche sagen, ah, Gleis 20 kommt die also? Nee, ich weiß schon vorher, ne? Ich renne nicht am Ende. Die kommt bestimmt Gleis 18 auf der anderen Seite. Aber schon traurig, dass man es als Erlebnis bezeichnen kann. Und die Bahn wirklich sehr, ist echt so sehr unerwartet. Ich finde das Schwert nicht.
Schwarzes Erdschwert, das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Hier. 200 Klingenschaden, Einhänder. Wird benötigt Stärke 200. Schutz vor Magie, Drachenfeuer, Schutz und sowas. Hab immer gespannt, ob die jetzt sehr viel stärker wird. Ich pack die mal. Auf die 3. Ja. 5.31 Uhr, nicht mehr lange. Ich guck mal, ob ich wieder pennen kann. Ah, oh, verdammt, was ist los? Ist auch so eine Sache, ne? Dass der Schlaf limitiert ist. Ich möchte nicht schlafen, alles klar. Das ist halt. Wenn ihr das halt wirklich so durchzieht, ne? Du musst einen Tag warten und dann ist dein Schlaf limitiert, dann ist das schon echt kacke. Aber gleich haben wir es geschafft. Und dann hauen wir die Wächter weg. Also ich habe so Bock, diese Wächter wegzuhauen. Nämlich richtig abgefuckt. So, die sagen so, ja, wichtig, dies, das. Komm her, hilf uns. Machst du, sagst ja, du bist jetzt einer von uns. Wir können jetzt ganz viele Sachen beibringen. Die haben mir nichts beigebracht, gar nichts. Die haben mir nicht eine Sache beigebracht. Die haben einfach dreist gelogen. Und dann wollen die einen auch noch killen. Die wollen einen einfach nur killen. 6.11 Uhr, wir haben es gleich geschafft. Bisschen Geduld noch. Vielleicht hätte ich draußen Orks abschlachten können in der Zeit. Ich schlachte ein paar Orks ab jetzt. Haben die verdient. So, speichern erstmal. Ich dachte, ich kann die Orks jetzt verletzen. Was ist denn hier los? Dreiste Lüge. Ich habe das doch schon geklärt mit den Orks. Hä, warum kann ich die nicht verletzen? Ich dachte, man kann die mittlerweile verletzen. Das hat doch Netbeck gesagt. Komisch. Kannst du, wenn die Hüter tot sind. Na gut, ich habe Lee schon Bescheid gesagt, dass sie die jetzt verletzen kann. Dann habe ich Lee angelogen. Aber die können das ja eh. Ist ja eh egal. So. 1,5 Stunden noch. Zeig mir. Hat der noch irgendwas, was ich brauche? Eigentlich nicht. Magische Beschwörungsformel, Schleier des Feuers. Es wäre auch spannend, Magier zu spielen mal, obwohl das halt gar nicht mein Ding ist. Gar nicht mein Fall. Das habe ich bei Dirty Swamp auch gesagt. Irgendwann spiele ich Dirty Swamp wieder, aber als Magier, so, um das alles zu sehen. Wenn du noch eine Ziege rauchen, dann leider schon aufgehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Oh nein, du verlässt uns schon. Alles klar, du musst halt früh aufstehen, ne? Aber mach das, gönn dir, danke für dein Lurk, bis du schlafen gehst. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Tut mir leid, dass die erste halbe Stunde jetzt nicht so spannend ist, aber was soll ich machen? Das Game zwingt mich halt dazu. Dafür wird gleich richtig Power. Wobei, dann ist der Stream halt auch nicht so schnell vorbei, ne? Soll ich nach dem Finale, wenn wir noch Zeit haben, ein Try No Death machen? Nochmal so neu spielen, No Death einfach. Bis ich sterbe und dann mache ich Stream aus. Esther Goblin so, tot. Rackers Paladin ist der Hammer. Ey, das ist wirklich so lustig einfach. So unerwartet. Der wird einfach Paladin. Stell dich vor, Ruffy wird einfach Mitglied der Marine. Weil Blackbeard zu stark ist. Blackbeard ist so zu stark. Marine sagt so, yo, ey, Blackbeard ist zu stark. Wir würden gerne mit euch zusammenkämpfen. Aber wir können halt nicht, weil die Piraten seid. Also wie wär's? Wollt ihr einfach Admiral werden? Und Ruffy so, ja, okay, kein Ding, machen wir. So, Kopfgeld auf null. Wieder einfach Admiral geworden, zieht er das so an. Fertig. Perfekt, komm raus, Serpentis. Die Spruchrolle mit dem von dir benötigten Zauber ist fertig. Und bedenke, dass du damit erst vorsichtig agieren musst. Erde. Okay, wo mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Mit Dokument, die speichere vorher. Dann wäre Luffy, aber kein Spoiler für One Piece. Ist ja kein Spoiler. Das ist nur, wenn Gothic
das gleiche machen würde wie One Piece. Dann wäre Luffy aber Admiral. Ja, ebenso direkt Admiral. Das hier? Nichts passiert. Wo muss ich das machen? Weiß jemand, wo ich das machen muss? Ich weiß es jetzt nicht. Steht das da irgendwo? Wünsche ich noch eine Zauberspruch? Er sagte, dass die Feuermagie mir dabei helfen können. Nach Endung dieses Zauberspruchs werde ich eine Waffe bekommen. Vielleicht muss ich die tragen. Die Waffe. Okay. Zorn der Götter. Oha, Bro. Was ist das für eine Waffe? Verursacht göttlichen Hallo. Schaden. Was geht, Milton? Warte mal. Ey, meine Armbrust ist weg. Ich will gucken, ob ich die noch stärker machen kann. Wir haben es geschafft. Wir haben die Waffe endlich bekommen. Wir kurz was ausprobieren. Gucken wir mal, ob wir Runen noch einfügen können. Machen wir, das dürft ihr jetzt entscheiden. Machen wir noch 100 Klingenschaden dazu? Oder machen wir noch mal 100 magischen Schaden dazu? Was wollt ihr? Entscheidet euch. Magie oder Klingen? Schnell, 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 schnell. Magie oder Klingen? Dann hat die entweder 1000 Klingenschaden oder 300 magischen Schaden. Only one in sagt Klingen. Genesta sagt auch Klingen. Okay, Klingen. Boom! Jetzt hat unsere mächtige Waffe einfach 1000 Schaden. Kann ich noch verbessern? Ich glaube nicht tatsächlich. Das ist 1030. Ja, Bossel habe ich nicht mehr. Kann ich hier noch was machen? Das ist mein Schutzring. Das auch. Ich habe nicht die benötigten Zutaten. Okay. Fertig. Ey, jetzt bin ich so unglaublich stark. Alles klar, wir haben gespeichert. Wir gönnen uns ein. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch viel zu stark. Ist wahrscheinlich komplett gar nicht gebalanced, denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen. Wo ist eigentlich deine Krone? Ich habe eine bessere Krone jetzt. Ich habe jetzt. Krone der Dämonen ist doch eine Krone. Krone der Dämonen habe ich jetzt. Die ist auch gut. So. Teleport zu den Wächtern. Jetzt machen wir mal ein bisschen Randale. Meine lieben Freunde. Auch kein Schlaf. Teleport zu den Wächtern. Let's go. Die werden wir jetzt richtig hops nehmen. Ich bin so stark, dass mir keiner mehr was kann. Jetzt ist es lustig. Die können nicht stärker sein. Die Wächter sind weg. Ich frage mich, wo sie hingegangen sind. Vor mir liegt ein riesiges Portal mit einer hellen Flamme, die Angst und Schrecken ausstrahlt. Wahrscheinlich liegt mein weiterer Weg dort. Das muss ich mich um den beschäftigen. Schützen. Bro. 560 Stärke. 700. Boah, wir haben überall fast. Also mindestens. Fast mindestens 700 Schutz. Bro. Ich hau jetzt weg. Moin!
Ihr habt keine Chance, ihr Dämonen. Ihr Licht. Und Kite. So, ich verabschiede nochmal. Also tschö mit Ö. Tschö, wir sehen uns. Bis dann, GNSZ. Vergiss nicht, VOD zu gucken dann später. So, ihr dreckigen Dämonen. Kite, nein! Ihr Lappen. Wir nehmen die alle hops. 600 Schaden, dass ich nicht lache. Bist du der Letzte oder was? Torwächter des Chaos. Du Lappen. Ich muss so 10 Mal ausweichen, dann ist er weg, weil er nur 30.000 hat und ich mache mit 2 Hits immer 3.000 ungefähr. Weg mit dir, der letzte Atemzug. Ist das das Portal? Das ist das Portal. Das ist das Portal. Klopf, klopf! Wächter! Guck mal, wer hier ist. Ein Lappendämon, so, so. Bist du hier der Drahtzieher? Hier sind doch bestimmt noch irgendwelche Fallen. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Niemand wird mich aufhalten. Ist hier echt nichts? Außer der Kampf gleich? Hört ihr das? Ein Skelett! Das heißt, ich bin nicht der Erste, den die tot sehen wollten. Bei ihm haben sie es geschafft. Bei mir werden sich diese Wächter die Zähne ausbeißen. Kein Gespräch, kein Dialog. Du bist ganz schön lahm, Bro. Hau nicht ab, Bro. Wacht. Was ist das denn für eine Scheiße, Bro? Oha. Das dauert zu lange. Hör auf abzuhauen, du Penner. Ich treff den gar nicht. Ich treff den gar nicht. Da will der König der Welt sein und da soll ein räudiger Palast. Ist so. Wie mach ich den denn weg? Der macht extrem viel Schaden. Der macht extrem viel Schaden und ich treffe den nicht. Ich treffe den mit meiner Links-Rechts-Kombo nicht. Ich muss den nach oben schlagen. Muss mal schauen. Was machen wir denn mit der Armbrust weg? Moin, Bro. Hör auf abzuhauen!
Das ist alles, was du kannst? Dämon? Das ist lächerlich, was du hier tust. Ey, wieso zweimal? Ey! Alles, was du kannst? Abhauen, du Drecksdämon? Hä? So ein Klacks für mich. So ein leichter Gegner. Hör auf abzuhauen. Hör auf mit deinen Songbugs, Bro! Komm her! Was hast du nun davon, Bro? Komm her! Ein paar Fake-Schläfer, Alter! Das sieht nicht gut aus. Nein, was war das? Was hat mich da getroffen? Verdammt! Morgen um die Zeit, aber jetzt wirklich Finale. Nein, heute Finale. So, jetzt ernst. Jetzt ganz ernst. Alter, chill mal kurz. Ich bin noch nicht fertig.
Komm mal mit. Komm mal mit. Und ich wollte sie nicht schnell leisten. Hab ich ja gemacht. Komm her. Na komm her. Wenn du dich traust. Ja, komm. Aua, komm noch näher. Ein Schritt noch. Perfekt. Hab dich, Bro. Wohin mit dir, hä? Wohin gehst du? Hast du Angst? Ja, ne? Maul halten! Ist das alles, was du kannst? Du Drecksdämon! Das sind die anderen. Das sind die Kleinen. Der hat keine Chance. Meine Mana weg? Wieso ist meine Mana weg? So einfach kriegst du mich nicht down, Bro. Ich speichere nicht wegen dem Kampf. Sowas brauche ich nicht mehr. Ich bin der Auserwählte, Bro. Ist weg. Geschafft! Easy! Herz von Kratuk! War das alles? Hä? Wo sind die Gegner? Nicht mehr. Ja, die Musik geht langsam ein auf den Sack, Alter. Ist ja keine Bosskampfmusik, die gehört einfach zur Stelle hier.
Was ist jetzt passiert? Muss ich wieder zurück? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Was ist das denn? Il-Arak, Inkarnation des Chaos. Will er mit mir quatschen vorher? Will er nicht. Du kämpfst wie eine Frau. Okay, ich kann nur... Ich mach mal die Musik aus. Die Musik fuckt einfach echt ab, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll zwar episch sein, aber die Musik halt auf Dauerschleife, bisschen zu viel. Das war's mit dir, du Mist. Ich zieh ihm aber auch relativ wenig ab, ne? Na, komm her! Du Schwächling. Das trifft mich auch immer wieder. Ich muss erstmal eine Strategie entwickeln gegen den. Die Vierfachschläge sind zu heftig. Okay, Strategie. Wir nehmen den hier auch nochmal. Dann gehen wir auch mit so einem heftigen Trank rein. Und ich kann auch nochmal eine 5 nehmen. Okay, ich habe eine Idee. Und ich probiere die F6-Waffe aus. Eisberg, Eiswelle, Gift, schrei ihn an. Schrei ihn an! Ich schreie ihn gleich richtig an. Achso. So, komm her. Du Schwächling. Du kämpfst wie eine Frau. Dass er immer so langsam laufen muss. Was macht der? Wer wieder so Schläfer beschworen? Komm schon. Nerv mich nicht, Bro. Was ist das denn? Der kommt mit Schläfer an. Mit Schläfermistwichern. Okay, wie sieht mein Magiehaushalt gerade aus? Was haben wir hier alles? Ich könnte eine Eiswelle machen. Das ist gut, auf 5. Okay, ich merke mir, auf 5 ist die Eiswelle. Auf 5 ist die Eiswelle. Und ich behalte die Klingenwaffe. Au. Oh. Komm schon. Du kämpfst wie eine Frau.
Was ist das? Wieso sterbe ich so schnell? Nochmal. Du Dreckiger. Zeitlupenkämpfer, Alter. Wie der mich nervt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Der Feind spricht einen Zauber. Was ist denn für ein Zauber? Endlich mal ein herausfordernder Gegner hat die Mod ja so selten. Ist so. So einen hatte der auch schon mal, der halt so langsam läuft. Der ist schon sehr nervig. Oh, das war aus Versehen. Lassen wir die Spielchen. Ich schieß den gleich weg, ne? Der ist halt... Diese Art von Gegner hatte ich zu wenig, um... gegen die halt gut zu üben. Es geht auf jeden Fall. Aber nervig ist er auf der Skelettinsel. Der vorletzte Bock ist auch so lang. Genau den meine ich. Das war der einzige, der auch genauso war wie der. Du könntest, ja, das könntest du sein mit zwei Schwertern. Ja, das könnte auch Kido zu sein mit zwei Schwertern. Gegen den hätte ich auch keine Chance. Komm her, Alter. Denkst du, bist cool? Du kämpfst wie eine Frau. Oder mit drei Schwertern, wenn du Zorro wärst, ja. Oder mit neun Schwertern, wenn ich Zorro wäre. Das war schön. Dann zeig mal, was du drauf hast. Hä, was? Was hat mich da getötet? Ich habe jeden Schlag geblockt. Was hat mich getötet? Oder mit 420, wenn du Big Barovatos bist. Genau. Absolut. Was hat mich da gekillt, bitte? Oder macht er so heftigen Blutungsschaden und ich hab's nicht gemerkt? Ich block doch ganze Zeit jeden Schlag. Oha, 320? Ja, dann mach ich den jetzt so weg. Pass mal auf jetzt. Komm schon. Tja. Einfach vorbeizugehen? Ja, ich geh jetzt auch einfach vorbei. Der Keck, Alter. Wenn er so langsam läuft, hat er nichts Besseres verdient. Was hat mich jetzt getötet? Was hat mich getötet? Dann stellt noch 500, dann wird es so zum Abschied und auch so schön im Bett liegen. Hä? Was machst du da? Was hat mich getötet? Was killt mich da bitte? Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Könnt ihr mir mal sagen, was mich da killt? Ich guck jetzt. Ich guck jetzt, ob ich Schaden. Ich guck jetzt auf mein Leben. Wovon bekomme ich hier Schaden? Entschuldigt mal bitte. Ich bekomme permanent Death. Ich sterbe. Ich sterbe einfach. Ich sterbe. Anti-Cheese. Wie Anti-Cheese? Das ist ja gerade auch passiert. Das ist kein Anti-Cheese. Das ist einfach nur, keine Ahnung. Ich kämpfe jetzt gegen dich. Ich block jetzt jede Attacke. Muss in dem Kreis sein. Ach so, das kann sein. Ja, egal, dann mach ich den jetzt so weg. Alles klar, Malu King, danke. Ist das alles, was du kannst? Hätte ich das mal vorher gewusst.
Tja, das ist auch kein Cheese. Wenn du so langsam läufst, das ist nicht meine Schuld. Aber es ist echt an dem, das liegt echt an dem Kreis. Bro, wie nervig ist das denn? Ist das alles, was du kannst? Junge, ich habe noch fast knapp 6000 Bolzen, habe ich, Bro. Was willst du machen? Lauf doch! Block du mal deine Scheiße, Alter. Drecksviech. Hör auf zu blocken. Ihr scheiß Schläfer auf Wusch bestellt, Alter. Einfach nur am Nerven. Ja, und jetzt bekomme ich auch noch Blitze ab. Ist klar, Harald, Alter. Hier, Anti-Cheese, Alter. Deine Mutter, Anti-Cheese. Was ist deine Ausdauer? Du hast recht. Danke für den Tipp. Guck mal, was für ein Kampf, Alter. Ich habe genug Zeit, um den Chat zu lesen, ey. Ich könnte sogar Fischsuppe essen. So viel Dingens ist das hier gerade. Also zum ersten Mal geht meine Ausdauer wieder leer. Anti-Cheese am Arsch. Kannst du beim Laufen auch dauerhaft schießen? Ja, dann müsste ich so rückwärts laufen, ne? 2, 3, 4... 15.000 Schaden mit einmal weglaufen. Chillig. Also, so meinst du? Auch eine Idee. Ich sollte Geschwindigkeitstank eigentlich trinken. Anvisieren, dann B drücken, dann anfangen zu schießen. Wie meinst du das? Lassen wir die Spielchen. Dann D drücken. Ach so, so. Ja, okay, ich weiß aber nicht, ob das. Ah. Bin ich da schnell genug? Weiß ich gar nicht. Halt deine scheiß Fresse, du Penner. Was ist denn hier los? Der boxt mich! F4! Der boxt mich einfach! Bro! Der boxt mich einfach! Was für ein komischer Boss. Ist so. Voll der Unnötige. Ist das alles, was du kannst? Lauf, 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 lauf. So ein unnötiger Boss, ne? Ah! Ist ja Fellern ein besserer Kampf, ist so. Habt ihr davon, wenn ihr so einen dreckigen Bosskampf designt? Das war auch kein Cheese, ne? Möchte ich einmal sagen. Das war kein Cheese. Ich war in dem Kreis drin. Ich kann nichts dafür, wenn der Gegner einfach so langsam läuft. Ne, die Musik fuckt mich immer noch ab. Geiler Kampf, Bro. Geiler Kampf. Ist hier noch einer? Ehrlich? Haben wir noch so ein Schläfer, Schläferding vergessen? Nee, ne? Okay, bin mal gespannt, was der nächste ist. Genau. Bauen wir uns erstmal hoch, dann speichern wir hier nochmal. Nochmal, oder? Achso, ne, hier gibt's einen anderen. Müsste so einen anderen Ding geben. So ein anderes Ding.
der Phase 2 gekommen, wo der dann plötzlich krank geworden wäre. Dann fängt es an zu rennen, dann rennt es auf dich zu. Wo muss ich ihn hin? Okay. Muss ich vielleicht zurück? Vielleicht war der nicht mal Pflicht. Egal, ich gehe mal zurück durch die andere Tür vielleicht. Oh, hier liegt noch eine Leiche. Tja. Gucken wir mal. Okay, hier steht einfach nichts. Wächter, wo seid ihr? Was für ein Kack-Bosskampf, oder? Du läufst so langsam die ganze Zeit, kannst du einfach abknallen. Und dann machst du komische Schläge auch noch. Hier. Aha! Ich wusste es. Moin! Wer ist das? Stornos, Wächter des Felsens. Ob das ein Kampf wird oder ob der mit mir quatscht? Also quatschen wäre schon angebracht. Ist alleine. Oi. Halt, Sterblicher. Bleib stehen. Wen nennst du hier Sterblicher? Bevor du deine Stärke und Macht an mir auslassen kannst, sollst du noch etwas erfahren. Und das wäre? So wie ich dich einschätze, hast du in dieser Welt schon viel erreicht. Ich schätze, die Götter haben sich nicht geirrt. Er heißt einfach nur so. Ihren Beschützer erkoren. Doch du musst eines verstehen. Und zwar, dass es dir dennoch nicht gelingen wird, uns zu besiegen. Denn wir sind unsterblich. Ich habe es schon fast geschafft. Es fehlt nicht mehr viel. Das mag dir vielleicht so vorkommen. In Wirklichkeit sieht es aber ganz anders aus. Bro. Zweifellos werden wir deinetwegen diesen Ort verlassen und uns in die heiligen Hallen von Wakhan zurückziehen müssen, von denen wir einst erschaffen wurden. Doch das Einzige, was du dadurch erreichst, ist die Zerstörung dieser Welt ein wenig hinauszuzögern. Denke nur nicht, dass damit alles vorbei wäre. Stannos! Irgendwann einmal werden wir wieder zurückkehren, um den großen Plan der Schöpfer zu vollenden, und du wirst uns davon nicht abhalten. Also wird diese Begegnung mit Sicherheit nicht die letzte zwischen uns bleiben, wie du vielleicht gedacht hast. Ich weiß genau, dass wir uns wiedersehen werden, Erwählter. Jetzt hör mir mal zu, Stannos. Du kannst entscheiden, was wir tun werden. Entweder ich gebe dir eine Bombe oder den anderen Wächtern doppelt. Nein, Spaß. Halt deine scheiß Maul, Bro! Du Dreckiger! Der Penner! Erstmal eine rauchen! Oh shit! Er lässt mich keine rauchen! Du hältst gefälligst deinen Maul, Stannos! Stannos, der ehrenlose Wächter! Dann zeig mal, was du drauf hast. Maul halten, Bro! Zeitlupe! Genau das, was ich gebraucht habe. So hart wie Felsen bist du gar nicht! So schwer bist du gar nicht zu besiegen. Und zack ist deine sterbliche Hülle fast schon Geschichte, mein Freund. Bam! Er ist abgehauen. Hä? Meine Kleidung ist weg. Zieh dir was an. Nein. Ruf gerne einen Akturm. Herber! Habe ich den letzten Schlag jetzt gemacht oder nicht? Das sah für mich so aus, als wäre er abgehauen im letzten Moment. Ganze Scheiße. Meine Auserwählten-Rüstung ist weg. Mein Schwert auch weg? Das Schwert ist auch weg.
Ich denke, verblutet. Ich weiß es nicht. Ich habe sie ja wirklich nur. Ich habe sie ja wirklich nur. Verscheucht quasi. Und die anderen sind ja auch noch da. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Irgendwie noch so ein Secret oder so? Nee. Also 500 HP hat sich weggepaut und ist dabei verdeckt. Kann sein. Ah, das kann sein. Ja, ja. Der hatte, nicht, der hatte glaube ich, nur noch 300 sogar. Das kann sein. Dann ist er abgehauen und ist verblutet. Ja, gut. Weg sind die Wächter. Sollen sie sich nochmal mit mir anlegen, Alter. Dann gebe ich den wirklich doppelt. So, meine Freunde. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Halt. Eine Sache fehlt noch. Orks. Lasst uns Orks jagen. Jetzt habe ich deutlich weniger Schutz, aber ist ja nicht so schlimm. 25 Lernpunkte wieder. Oh, die haben sich alle aufgestellt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die sich alle aufgestellt. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie es aussehen wird, was passieren wird. Lag, was seid... Was, geht mal an die Front, Junge! Geht mal an die Front, was macht ihr hier? Ich mache euch gleich Beine! Junge, Darius und Adelhard! Oh, ist es soweit, wir haben es geschafft. Ich kann alles looten hier, endlich! Alles, ich kann alles looten. Gold, goldene Ding, goldene Schale. Feine Truhe. Loa, was ist denn mit dir? Du trägst auch ein Schwert. Steh mal auf, an die Front mit dir. Hey du, was gibt's Neues? Anstatt mich mit nutzlosen Fragen zu nerven, solltest du lieber etwas Sinnvolles tun. Ja, ist alles ja gut. Klar. Entschuldige. Ich geh ja schon, Alter. Meine Güte, dann gehe ich mal an die Front und klär mir hier die ganze Kacke. Ey, Tekla, gönnst du noch einen Eintopf? Was ist mit dir eigentlich? Wer ist das? Khaled? Söldner! Hey, du. Junge, geh mal an die Front! Ihr auch? Ja, okay, Tekla nicht. Kann ich. Das war's. Orlan? Zeig klar. Auch kein Brot. Ihr auch, Alter! Okay, noch einen Kuchen machen. Einen letzten Kuchen, bitte. Oh ja. Hier mal Kuchen. Ehre. Gönnung. Ja, auf geht's. Es ist soweit. Wir gehen an die Front. Ihr wartet doch alle sehnsüchtig darauf. Ja, hab ich schon. Wo sind die jetzt? Hier am Feld wahrscheinlich, ne? Ne, hier ist noch nichts. Ach doch, da! Oh shit, das wird jetzt richtig laggy. Oh. Das sieht verdammt cool aus. Hey, du. Die sagen nichts. Hier sind die ganzen Feuermagier. Alter, gibt es viele Feuermagier. Es gibt ja richtig viele von denen. Da sind die Paladine. Albrecht, Ingmar, Wulfgar, Lord Hagen. Nee, Lord André. Ist das Lord Hagen? Nee, das ist Witter. Wieso haben die Piraten keine bekommen? Die alle mit ihren... Hä, was mit Falk? Hey, du. Nein, nicht du. Lass mich in Ruhe. Falk, warum hast du keine Minecrawler-Plattenrüstung? Diese ganzen Ritter, Ladestorl, auf die ganzen Söldner sind auch hier. Oh, Diego ist auch am Start. Sketti, Todos. Sogar Todos kämpft mit, Alter. Der bewacht nicht mal das Tor. Der kämpft einfach mit. Gut, dass du kommst. Ich glaube, die Orks sind bereit, uns anzugreifen. Wir sind auch bereit, Lee. Offenbar eine ganze Armee. Also keine Sorge, es sind genug für alle da.
Nun, wenn das so ist, ich bin zum Kampf bereit. Ich bin zum Kampf bereit! Dann geh und nimm deinen Platz in der Reihe ein. Ich schätze, es geht gleich los. Und wo ist mein Platz? Im Zentrum, in der zweiten Reihe, neben Gorn. Da. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Lothar, kannst du noch was zu sagen? Wie sieht's aus? Ja. Wie sieht's aus? Ja. Anga, du bist auch hier hinten. Die Wassermagier sind auch da. Die Gurus sind da. Bro. Was ist denn mit dir, Söldner? Was, findest du deinen Platz nicht, Warte Bro? Mal. Nein, hier. Lass mich in Ruhe. Da vorne, du stellst dich dahin neben Dingens. Da sind noch mehr Piraten. Das sind die Gurus. Die Templer. Was ist das denn hier? Ehrlich, geh mal weg. Ich kann den nicht anvisieren. Doch da, jetzt. Bist du aber fertig? Das ist jetzt der Endkampf. Da, Sklavenhändler. Ach nein, Moment, das sind gar... Die gehören gar nicht dazu. Das war von einer anderen Quest. Ich wollte jetzt wiederbeleben. Alles klar, wir gehen. Wir nehmen unseren Platz ein. Neben Gorn. Seid ihr bereit? Der letzte Kampf. Der Feuerregen, du hast recht. Das wird ein Kampf. Die Orks sind bereit. Das ist ja nur Krieger. Was zum Fick? Und das, wer ist das denn bitte? Ah! Die Orks sind bereit. Gorn, mach dich fertig. Diego. Für Enos. Drauf. Was ist hier los? Eiswelle! Ah! Bam! Drauf! Magier, los, drauf, alle drauf! Nicht der Paladin! Drauf! Mich hat ein Paladin gehauen. Mich hat ein Paladin gehauen. Mich hat einfach ein Paladin gehauen. Geschafft! Ihr Licht, sammelt alles ein! Ja. Wegen der Eiswelle wahrscheinlich, ja? Die Eiswelle hat richtig gecarried! Wir haben's. Oh mein Gott, der haut mich! Ah! Warum haut ihr mich? Seid ihr dumm? Die hauen mich! Die hauen mich! Die Warum haut ihr mich? Seid ihr dumm? Jodo hat mein Gold geklaut! Und mein Schwert! Alter, was soll der Scheiß? Jodo, Mann! Wieso haben die mich geschlagen? Zu mir draufgeballert. Ich bin der Held der Geschichte, der haut mich einfach. Nee, Mann. Rache! Ja, der hat meine Waffe gar nicht. Wo ist Jodo? Mann! Nichts zu kümmern. Ich hab mein Gold weg! Mein! Wir haben's geschafft! Bei Enos!
Fabio, danke für deinen Eden Sub zum Sieg gegen die Orks. Gute Nacht, MPT. Gute Nacht, Fabio. Gute Nacht. Wie du bemerkst, haben wir eine riesige Ork-Armee geschlagen. Und ich habe diesmal natürlich noch wichtige Neuigkeiten für dich. Welche Neuigkeiten sprichst du übrigens? Der Kron durch die Wächter ist beseitigt. Ja, Jungs, haltet mal eure Fresse, bitte. Ich konnte sie bezwingen aus dieser Wettverbahn. Na, wenn das tatsächlich so ist, dann ist das... Ja, alles klar. Hören die auch irgendwann auf zu jubeln? Du schaust mich irgendwie seltsam an. Ich habe das Gefühl, dass du dich seit unserem letzten Treffen irgendwie verändert hast. Ich bin ja ungeheuer Macht und ich habe die nicht wahrgenommen. Oha, sind die laut! Alle Götter, sogar Velia, Gott der Finsternis. Nicht ausgewählt, vor allem die Bibel zu bewahren, ganz offensichtlich ja. Geht. Was würdet ihr nun tun? Alter, die hören gar nicht auf. Ja, alles klar. Verdammt! Was ist das jetzt? Wie was? Meine Teleportationsröhre, sie funktioniert nicht. Was? Du Luca, ich verstehe dich nicht! Ihr seid zu laut! Sollen wir die Fresse halten? Was macht der da für eine Show? Wieso haben die Runen ihre Macht verloren? Ohne unsere Magie haben wir nicht einmal den Herd in der Schaft. Das andere Mal aus unserer Erfahrung, glaube ich, wir waren schon gucken. Aber die Paladin, wir müssen auswählen, was hier vor sich geht. Geh! Okay! Aber haltet mal eure Fressen, bitte! Meine Ohren, ja, meine auch! Wie laut schreien die da? Das hört man ja bis hier! Alter, meine Güte, was ist denn hier los? Ob ich spinne? Wieso können die nicht ihr Maul halten? Meine Ohren haben auch wehgetan, Darkseid, so. Das war nicht nur deine. Hey, Jack, was geht? Ich muss jetzt noch mit allen labern, aber die halten ja ihre Fresse nicht. Aber die Eis hat natürlich gecarried, ne? Okay. So, haben wir das geklärt. Aber ich weiß nicht, ob man die jetzt noch hört. Lord Hagen. Okay, wir hören jetzt gar nichts mehr. Ich kann dir heute Orklinge geben. Ich bin stolz auf dich. Was ist mit deiner Magie? Baut kurz weg, dass sie resetten. Geht das? Gucken wir mal. Onas Hof. Jubel ja die ganze Zeit, Alter. Man kann es auch übertreiben. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Verlust erlitten. Jubel aber immer noch. Jetzt aber leiser. Ich mache mal ganz leise. Ausgezeichnet. Wir haben den Kampf gewonnen. Mit zusammengemessenen Zähnen. Wir haben es geschafft. Ja, ruh dich jetzt mal aus.
Setz dich erstmal. Verdammt! Es sieht so aus, als hätten diese Kreaturen mich erwischt. Ey, die haben aufgehört. Das Game ist hängen geblieben. Das Game ist hängen geblieben. Bro, dein Ernst? Was soll der Scheiß? Die mehr komisch, aber wir sind dann wieder zurück zu Onoshof gelaufen. Ja, mein Game ist hängen geblieben. Geil. Geiles siebtes Kapitel, Alter. Gut gemacht. Wenn ihr wollt, wenn die Modder wollen, oder der Modder, keine Ahnung, dass man das siebte Kapitel häufiger spielt, dann bitte fix das, Alter. So, Neustart. Ja, aber war ein guter Kampf. Spielt ja keiner, deshalb wird nichts dran gemacht. Ja, aber die könnten das ja vielleicht wieder fixen. Also keine Ahnung, ich glaube, wenn die das halt so gut machen würden, wie der Rest des Spiels, dann wäre es ja auch besser, dann würden sie auch mehr spielen, oder nicht? Wahrscheinlich haben sie das halt gemacht, ganz früher. Fanden das dann nicht so geil, also viele fanden das dann nicht so geil, haben das halt einmal gespielt, sagen, jo, find ich nicht so geil. Deswegen haben sie das nie verbessert, wahrscheinlich. Können sie mir vorstellen. Okay, gucken wir, ob die jetzt immer noch jubeln. Aber ich glaube, die hören auf, wenn ich mit Lee rede. Ja, die jubeln immer noch. Okay, ich probiere kurz was aus. Was ist mit dir? Bist du verletzt? Verdammt! Es sieht so aus, als hätten diese Kreaturen... Okay, die hören auf! Ehre! Du musst sofort auf den Hof, sonst wirst du verbluten. Lee! Du darfst jetzt nicht sterben! Alles in Ordnung. Ich brauche nur ein wenig Ruhe. Nein, Lee! Lee? Nein! Lord Hagen! Verdammt! Was ist das? Er hat das Bewusstsein verloren. Es scheint, als hätten ihn die Orks im Kampf schwer verwundet. Verdammt! Er muss schnellstens auf den Hof gebracht werden. Diese verfluchten Kreaturen! Als wäre nicht schon alles schlimm genug, müssen wir nach einem solchen Sieg noch unseren Kommandanten verlieren. Lee darf nicht sterben. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich persönlich um den General. Ich werde alles in meiner Macht Stehende für ihn tun. Du musst ihn retten, Lord Hagen. Für deine Hilfe in dieser Schlacht danken. Sie war von unschätzbarem Wert. Ich weiß. Wert. Sag mal, Yoru und Torloff, die beiden habe ich mir gemerkt, die haben mich angegriffen. Was ist mit deiner Magie? Es geht noch weiter? Was ist denn hier los? Damit ist alles in Ordnung. Wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass sie einfach nicht mehr funktioniert. Die kommen auf die Liste, gleich machen wir richtig Massaker noch, ne? Also hier, hör nicht auf, bevor ihr nicht Massaker kommt. Haben sich alle unsere magischen Runen in nutzlose Stücke Stein verwandelt. Was hat das zu bedeuten? Da steckt doch bestimmt Xaras unter dieser Decke. Ich kann dir einig... Ich bin... Was wollen wir als nächstes tun? Aber unsere Verluste in diesem Kampf waren viel zu groß. Gar nicht einfach. Zwei Leute oder so. Ich glaube nicht, dass mir genügend Männer geblieben sind, um die Belagerung des Klosters aufzuheben und die Stadt zu befreien. Das werde ich übernehmen, Lord Hagen. Das ist ganz einfach. Ich werde die Reste meiner Männer auf den Hof führen und dort eine Verteidigungsstellung einnehmen. Wir dürfen diese Stellung auf keinen Fall verlieren. Es gibt keinen anderen Ort, an den wir uns sonst zurückziehen könnten. Lord Hagen. Naja, und irgendjemand muss sich um die Orks kümmern. Eine andere Lösung sehe ich nicht. Ich empfange meine letzte Aufgabe. Ich werde alle Orks... Ich schlage lediglich vor, dass du ein bisschen Panik in ihren Reihen verbreitest. Ich werde alle Orks töten, die noch auf der Insel verblieben sind. Verlass dich drauf, Lord Hagen. Obwohl, ehrlich gesagt, du kannst natürlich gern versuchen, Corinnes vollständig zu befreien. Corinnes wird befreit! Meine Aufgabe steht fest! Aber ich glaube, dass dafür sogar deine Kraft nicht ausreicht. Wollen wir wetten? 5000 Goldstücke darauf, dass ich gewinnen werde. Also mache einfach nur das, was ich dir vorher gesagt habe. Das ist alles, was ich von dir verlange. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich will Greg. Torloff, damit ich den killen kann. Für einen Einzelnen ist es einfach zu schwer, den so viele Orks zu töten.
Moment, die Magier können nicht zaubern. Ich brauche Krieger an meiner Seite. Nicht genug Leute. Jetzt zählt jeder Gib Mann. Mir Greg, Ingmar, Albrecht, Ambrecht und Aber du kannst gern die Unterstützung von Freiwilligen in Anspruch nehmen, die nicht darauf verzichten wollen, dir zu helfen. Gorn, Diego, Lester, Milton, Anga, alle nehme ich mit. Wie sieht's aus? Jetzt, wo diese riesige Armee... Leider haben wir in dieser Schlacht Check. Am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Nur das... Ich zähle mal, wie viele jetzt noch... Warte mal, Irrlicht. Okay, Fester ist tot? So. Ja, der ist eh unwichtig. Ein Ritter. Sentenza, der ist auch nicht wichtig. Oh, was? Kadas! Neoras! Nein, zwei Wahlmagier! Noch ein Ritter? Noch ein Ritter? Bill. Garrett. Pirat. Mord... Morgen war auch kacke. War Ritter? Okay, wir haben doch ein paar. Nichts zu holen. Grom, wir haben doch ein paar Verluste erlitten. Tatsächlich. Wiederbeleben? Nein, scheiß doch drauf. Ich hab nicht so viele von den Heilteilen. Hier sind echt viele gestorben. Nichts zu plündern. Die zählen ja nicht. Nichts zu plündern. Fortuno? Da ist nichts zu holen. Ist das? Balor? Ja, das sind unwichtige Nebencharakter, die dürfen sterben. Gornawitz? Da ist nichts zu holen. Ritter? Ja, wir haben doch einige verloren, tatsächlich. Habe ich nicht erwartet. Abigail? Nicht so. Achso, das war auch Piratin. Stimmt. Komm. Ja, juckt nicht. Unnötige Nebencharakter. Sind hier noch bei den Orks welche? Da lebt ja noch ein Ork. Da sind ja noch voll viele. Hä? Was für Armee? Hier sind voll viele noch im Leben. Fortuno, kannst du dich sterben lassen? Warum? Seine Geschichte ist schon abgeschlossen. Er hat schon genug erreicht. In seinem Leben. Es geht einfach weiter. Ihr könnt doch nicht noch mehr hier aufbinden. Unmagie. Boah. Alter, ich dachte, es ist vorbei. Das hört ja nie auf. Der hat einfach eine Orkwaffe jetzt. Hey, du. Wer bist du? Wir werden uns so lange wie... Alles klar. What the fuck? Ey, ich dachte, es ist vorbei. Es geht einfach weiter. Wie in Irdorat. Ja, ist so. Oh, hey, Pyroka. Ich konnte einiges über die magischen Runen erfahren. Was denn? Die Runen der Paladine funktionieren nicht mehr. Das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, wir haben ein sehr ernstes Problem. Das glaube ich allerdings auch. Das ist alles. Gut. Godax, komm mit. Ich brauche deine Hilfe. Deine magischen Runen. Funktionieren sie? Jetzt sie alle fragen oder was? Bei mir versagen sie ihren Dienst. Ich verstehe nicht, aus welchem Grund ich sie nicht mehr benutzen kann. Allem Anschein nach betrifft es uns alle. Bei den anderen Feuermagiern funktionieren sie auch nicht, soweit ich weiß. Weites Wasser, ja, das ist, ja. Komm, wir nehmen jetzt ein paar Freiwillige mit oder machen wir hier mal Ende Gelände? Ulfgar. Wie viele Lernpunkte habe ich? 25. Lass uns. Hier, gib mir mal nochmal. Zum 1. Ach, zum Blick bei 50. Wo liegt ganz ab? Lass. Ja, gib mir mal Lebensenergie. So will ich Gold. Wir haben mein Gold geklaut! Torloff! Ulta. Ingmar, kommst du mit? Torloff, also du Penner. Muss ich dir nochmal sagen? Also ich will den einfach killen jetzt. Das bringt doch nur neue Probleme. Ach du Scheiße. Zuckerrot Philipp, danke für deinen Ehren-Raid. Herzlich willkommen zum Finale von Returning. Wir haben gerade die riesige Ork-Schlacht des Todes gemacht, den Ork-Krieg des Todes gemacht. Wir haben einfach easy gewonnen. War gar kein Problem. Allerdings hat mir jemand mein Gold geklaut in dem Gemängel. Aber jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Orks. Orks gefällig? Du beabsichtigst doch ganz offenbar etwas. Ja. Nichts von Bedeutung.
Eigentlich nur ganz ein paar Orks den Schädel einschlagen. Gut, mein Freund. Ede. Voll sich. So, ich hoffe, du hattest einen angenehmen Stream. Wie war's denn bei dir? Weiß ich doch, Kumpel. Dann herzlich willkommen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Orkschlacht und dann wird auch gleich hoffentlich mal das Game zu Ende sein. Wir haben den Kampf gewonnen. Ja, mein Freund. Ich denke, den Orks wird dieser Tag noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Obwohl der Preis, den wir Menschen für diesen Sieg bezahlen mussten, ebenfalls ziemlich hoch ist. Daran können wir aber nichts ändern. Wir müssen jetzt entscheiden... Hast du diesbezüglich schon eine Idee? Ich denke, die Hauptsache ist, dass wir diesem Erfolg jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Wieso kommen nicht alle mit? Immerhin befindet sich der größte Teil der Insel noch immer in der Gewalt dieser Bluthund. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht auf den Reichen ausruhen. Okay, dann... Es wäre besser, den günstigen Moment auszunutzen und dem Feind den Todes... Aber ich bin überzeugt, dass du weißt, wie wir jetzt vorgehen müssen. Ja, du kommst mit. Schließlich bist du ja nicht so... Außerdem denke ich, dass dich viele bei deinen Plänen Du hast versprochen, mir zu helfen. Und ich stehe zu meinem Versprechen. Das ist doch... 5 Stunden ist hin, war dann Sand in die Schuhe bekommen. Mit Lucy rote Spalten erkundet. Lucy rote Spalten? Wort, Junge. Auf mich kannst du zählen. Welche Lucy? Aber es klingt gut. Gut. Let's go. Dann geh voran. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Orks zerstören. Und genau, ja. Seid herzlich willkommen, setzt euch. Wir sind ja erst seit 1,5 Stunden dabei. Ich muss heute arbeiten. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen. Und genau. Ne? Setzt euch dazu. Holt euch eine Coke oder so, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Der Feind ist besiegt. Darüber bin ich sehr glücklich. Jetzt wird alles sehr viel einfacher werden. Aber es ist noch zu früh, über den Endgültigen in diesem Krieg zu sprechen. Der hat ja die Umgebung des Klosters wird immer noch von den Orks belagert. Also schweben alle meine... Der hat auch keine Runengefahr. Mach dir keine Sorgen. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Ich will Orks jagen gehen. Er kommt bestimmt nicht mit. Mit mir kommen? Ich würde mich freuen, wenn ich dir dabei helfen könnte. Aber wie du ja weißt, funktioniert unsere Runenmagie nicht mehr. Benutzt ein Schwert, Stab. Und ich glaube, ohne sie kann ich nur wenig ausrichten. Folge mir. Sicher. Kommt jetzt doch mit. Kämpft jetzt doch mit einer Waffe? Okay. Wen können wir noch Man mitnehmen? Man muss schon zuhören, wenn jemand einem was sagt. Chill die ganzen Dritter. Aber es leckt auch nicht mehr so, wer. Ferdinand, willst du mit? Wir werden... Ja, war ja klar, dass er nicht mitkommt. Okay, jetzt keiner. Es fehlen noch ein paar. Ein paar fehlen noch. Falk, willst du mit? Eh nicht. Ich kann wahrscheinlich nur so die Standardleute mitnehmen. Komm mit, Jungs. Hier lang. Wir dürfen keinen Mann verlieren auf dem Weg. Eine der Paladine wenigstens mitkommen würde. Das bringt doch nur neue Probleme. Ja, das glaube ich allerdings auch. Komm mal mit hier rein. Wo ist Gorn? Ich suche den gerade. Der chillt bestimmt hier. Lord André. Nix. Anga. Ich brauche Hilfe mit den Orks. Brauch Hilfe. Wenn das so ist, werde ich dir mit Vergnügen behilflich sein. Im Endeffekt ist es best. Sag mir nur... Ja. Komm mit. Voll dem. Dann mal los. Was ihr, kleinen Fluchtjoghurts? Du hast den Krieg verpasst gerade. Aber ist nicht schlimm, denn jetzt gehen wir noch ein bisschen den Orks die Hölle heiß machen. Ja, Kumpel. Das war eine schöne Schlacht. Seit langem schon habe ich nicht mehr so gut trainiert. Aber es ist zu früh, uns darüber zu freuen. Was macht nichts? Na sicher. Hättest du Lust, ein paar Orks mit mir zu jagen? Lasst uns Orks jagen! Sagst du noch? Natürlich habe ich Lust. Habe ich dir nicht schon früher gesagt? Folge mir. Auf geht's! Jeder? Greg, kommst du mit? Ja, schade. Okay. Schwierig, ey. Dann nehme ich die Jungs mit, ich glaube, ich gehe hier lang. Warst du den letzten Tag auf dem Server nicht aktiv? Hat sie was getan? Oder Moment, tote Hose. Nee, ich habe ein bisschen weitergemacht. Nur so Kleinigkeiten, also Kloster ist jetzt eigentlich fertig vom Bau. Allerdings fehlt halt ein bisschen Deko. Ich habe den Vatas-Schein gemacht. Den Iskarot-Schein habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Sonst nichts. Und Darkseid hat angefangen, sein Haus zu bauen im Wald. Also da ist schon ein bisschen was los so nebenbei. Sind ja nicht so viele Leute gleichzeitig aktiv, aber je mehr Leute drauf sind, umso mehr leckt das halt auch.
Was sagst du zu der ganzen Situation? Was meinst du? Ich meine die Orks. Hast du keine... Schon möglich. Doch ich... Oder glaubst du, ich bezahle... Aber die Orks sind zahlreicher als deine Söldner. In diesem Fall wäre es... Ja, komm, halt's Maul. Die Paladine Lord Hagen sind auf der Farm angekommen. Ja, das ist mir bereits bekannt. Um ehrlich zu sein, bin ich zum ersten Mal froh darüber. Möglich, dass es uns... Komm, halt's Maul. Interessiert mich nicht. Okay, hier ist keiner. Komm mal mit, Jungs. Wir müssen noch Lester finden. Letztes Kapitel erreicht. Ja, wir haben gerade die... Eigentlich dachte ich, letzte Schlacht erreicht. Aber jetzt müssen wir noch ein paar Orks aufs Maul hauen. Die Hut wird nice. Die Hut. Ich muss mal gucken, was du da alles gebaut hast. Du bist ja relativ weit gekommen, habe ich gesehen. Über Darkseid. Torloff, komm mal mit. Lester holt Verstärkung. True, stimmt. Du hast recht. Ist da denn jemand? Von den Piraten will mir eh keiner helfen. Da, du hilfst mir. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ja, dann komm mit. Ehrenlos. Ich habe erst die Grundmauern im Erstgeschoss fertig. Ach so, ja, dann fehlt noch ein bisschen tatsächlich. Kannst du deine magischen Runen noch benutzen? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen, mein Sohn. Aber all meine Macht nicht nur bei mir, sondern womöglich hat sich etwas furchtbar schrecklich... Alles klar, ja gut, ist ja nicht. Keiner von denen kommt mit. Üglas. Ich habe das Buch für dich. Welches Buch? Hast du es dir also doch nochmal überlegt? Sehr gut. Welches Buch? Wo hast du denn das Buch? Du darfst dich jetzt entfernen. Schon. Also ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Hole runter. Nichts passiert. Nichts passiert. Kein Moment. So, wieder. Alles wieder gut. Kein Stress. Kein Stress. Ja, die werden mir eh nicht helfen. Kort vielleicht, oder? Hey, du. Willst du mitkommen? Warte mal. Hey, du. Bring. Kein Gold mehr, Alter. Mein Gold wurde einfach geklaut. Naja. Mitkommen alle, mitkommen. Lester. Erwache. Erwache. Wir haben besiegt. Ja, wir haben den Orks eine ordentliche Lektion erteilt. Sie werden. Warum muss ich das so sagen? Bin ich auch, aber ich möchte halt ein bisschen. Allerdings sollten wir die Bedeutung dieses Sieges nicht überschätzen. Leute dabei haben. Unser Feind ist noch stark genug und wird bestimmt versuchen, die Situation zu sein. Das dürfen wir aber nicht. Selbstverständlich. Ja, komm mit. Lord Hagen gab mir einen Auftrag. Und worin besteht er? Es geht um die Orks. Wir müssen ein paar dieser Biester fertig machen, damit allen anderen die Lust vergeht, uns anzugreifen. Ja, einfach wird's aber nicht sein. Du wirst Hilfe brauchen. Deine Hilfe. Genau darum wollte ich dich bitten. Möchte ich bitten, Verstärkung zu holen, Lester. So bin ich immer bereit, meinem alten Freund zu helfen. Sag mir Bescheid, wenn es losgeht. Ich werde mich freuen, dich zu unterstützen. Voll. Ja. Okay. Nee, okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ich werde den gleich auch allen richtig heftige Waffen geben. Hydoker. Was? Die Wassermagier können ihre Rune nicht mehr verwenden. Dann ist es noch merkwürdiger, als ich dachte. Die anderen Feuermagier können sie auch nicht mehr benutzen. Das ist gut. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht? Sammle noch mehr Ja, ist ja gut. Alles klar, Jungs. Komm mal mit. Was ist mit Xardas? Er wollte doch Verstärkung holen. Nee, Xardas ist ja weg. Okay. Jetzt habe ich den über... Egal. So. Jetzt machen wir den mal... Was ist das für Schwerter? Verfluchter
Oh, verfluchte Seelen, zwei Hände. Zauberschadensreduktion, das ist eine heftige Waffe. Okay, die kann ich nicht verwenden. Okay. Gorn? Hier sind sie. Verstehe. Gorn kriegt jetzt eine richtig heftige Zweihandwaffe. Boom. Seelenklinge, das ist die Waffe, die ich trage, das ist meine. Schwert der verlorenen Seelen ist eine Einhandwaffe. Eine legendäre Waffe. Die bekommt Diego. Hier sind, verstehe. Wenn das richtig ausgeht, ja, nimm sogar besser mit, ja. Bietet Element, soll ich die jetzt auch abgeben? Nee, die behalte ich. Todbringer. Lester. Erwache. Erwache. Hier sind, verstehe. Die Waffe nehme ich mal besser an. Ja, du willst doch nur als Schutzschild missbrauchen. Ich kann deine bösen Taten einigen. Nein! Ich werde mit denen Seite an Seite kämpfen. Ihr Dorat ist ein Zweihänder. Anga. Hier sind sie. Erwache. Die Waffe nehme ich mal besser. Ja, besser nimmst du die mal mit. So, jetzt hat Lades noch keine Waffe. Geweihter Zweihänder. Das ist auch ein Zweihänder. Zweihänder, Zweihänder, Einhänder, Blutfechter. Lades. Hier sind sie. Versteh. Deine Waffe nehme ich mal mit. Let's go. Und jetzt nur noch für Milton. Milton, du bekommst jetzt einfach mal Großschwert der Wächter. Milton? Hier sind sie. Verstehe. Vielleicht benutze die ja. Gothic. War das nicht Alter Vereins? Ah, die Waffe nehme ich mal besser an mich. Okay, nice. Er trägt die Waffe. Alles klar. Dann. Wieso trage ich keine Armbrust mehr? Kann ich nicht Diego auch einen besseren Bogen geben? Hier sind sie. Verstehe. Eine Waffe nehme ich mal lieber. Sieht er die an? Nö, tut der nicht. Ehrenlos. Egal. Es ist soweit. Wir haben jetzt alle eine heftige Waffe. Rennen die alle? Ja, ne? Okay. Auf geht's, Jungs. Auf in den Kampf. Komm her. Ich lock sie alle zu mir. Anga, kämpft doch mit! Alle weghauen! Ede! Amilton kämpft doch weiter! Wieso kann er zaubern? Weiter drauf! Drauf, Jungs! Besser drauf! Let's go! Wir machen jetzt alle fertig! Maul halten! Alle Orks einfach weg!
Oh, Milton benutzt auch seine... Milton benutzt auch seine Waffe. Nice, alle aufstehen. Wer fehlt? Diego. Diego ist hier. Wo ist Lester? Keine Ahnung, wo Lester ist. Drauf! Weiter drauf, weiter drauf! Hier sind noch welche! Drauf, Jungs! Oh, ich hab Diego geschlagen. Es tut mir leid, Diego! Fertig? Ja, theoretisch ist das jetzt fertig. Oh, der hat mein Gold. Diegos Beweglichkeit. Oh. Diegos Hand. Die nehme ich den weg, damit der die Waffe anzieht. Ja, und jetzt? Sollen wir jetzt wieder zurück? Anga fehlt. Wo ist denn Anga hin? Anga! Ach, Diego. Meine Güte, hier in dem Heiltrank. Hier. Aber in die Stadt, meinst du? Soll ich nicht erstmal, also ich würde halt schon gerne beenden, das Game. Und das halt am besten, indem ich halt die Quest jetzt fertig mache, damit wir sehen, was das Ende ist. Noch so ein Armbrustschütze. Ausweichen! 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 Ein Mist wie weniger. Oh, ich bekomme viel Schaden! Ich bekomme viel Schaden! Ich bekomme sehr viel Schaden! Ich hab nicht gespeichert, ich darf nicht sterben. Wie gefällt dir das? Ich darf nicht sterben. Ich habe zu viel Schaden bekommen. Ich habe noch eine 4. Wo sind meine Jungs? Die kämpfen da noch. Ich helfe denen kurz. Lass meine Jungs in Ruhe. Nervt nicht. Auf wen schießt er da? So, wo sind meine Jungs? Meine Jungs sind weg. Meine Jungs sind gedespawnt. Ja, zurück zu Lauthagen. Quest erledigt, jeder. Sind am Kacken. Irgendwo im Gebüsch haben die sich versteckt. Die tauchen bestimmt vorne wieder auf. Ich bin jetzt echt gespannt, wie viel jetzt noch auf uns zukommt. Weil eigentlich dachte ich, dass es jetzt fertig sein müsste. Aber irgendwie ja nicht. Runenmagie. Wie können wir denn da noch fragen? Gibt doch keine anderen Magier. Ich glaube, das Kloster musst du noch befreien, das kann sein. Was? Oh. Okay, mal gucken. Lauthagen, wo ist denn der? Wo ist der gute Lauthagen? Kann sich das jemals ändern? Drin, oder?
ist das denn? Markus. Oric. Albert. Cedric. Oi, Hagen. Wegen der Orks. Ja, was kannst du mir berichten? Ich glaube, ich habe genug von diesen Kreaturen getötet, um Panik in ihrem Rhein zu sehen. Ausgezeichnet. Das ist mal eine gute Nachricht. Ich glaube, dann werden uns die Orks nicht mehr belästigen. Zumindest nicht in der nächsten Zeit. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Gerne. Ich kann dir... Okay, und jetzt? Wo ist was mit Lee? Dann befallen wir noch eben das Kloster. Darf ich rein? Dankeschön. Als ob ich nicht eh schon Probleme hätte. Maria! Was machst du hier? Siehst du das denn nicht? Ich versorge die Verwundeten. Wer sonst sollte sich deiner Meinung nach darum kümmern? Ist ja schon gut. Und wie steht es um Lees Gesundheit? Nicht besonders gut. Nein. Seine Wunden haben sich als ernsthaft, jedoch nicht tödlich erwiesen. Ah, nicht tödlich? Ich bin dennoch der Meinung, dass er schon sehr bald wieder genesen wird. Perfekt. Ja, keine Ahnung, wo meine Jungs sind. Ich habe denen nicht die gute Waffe gegeben, die ist einfach weg. Glaubst du wirklich? Hier sind die auch nicht mehr. Er weiß das ja besser. Die sind nicht da. Vielleicht sind die ja weitergelaufen. Ich guck mal. Das machen wir gleich selber. Ach lol. Wo kommt ihr denn her? Und wisst ihr, wo Milton ist? Er hat auf die falschen Leute gehört. Lässt es auch da? Milton und Anga fehlen nur. Egal, da kommt ihr mit. Habt ihr noch mehr Waffen? Ja, haben die. Diego kann den Bogen nicht tragen, glaube ich. Wie viel Geschicklichkeit hat der wohl? Todbringer. Na, warte. Ach, Tränenbogen, nicht Todbringer. Hier sind sie. Verstehe. Eine Waffe nehme ich mal lieber mit. Ja, die kann der tragen. Okay, perfekt. Auf geht's! Muss ich dahin laufen, damit die mitkommen? Ja, ne? Dann laufen wir jetzt dahin. Wir laufen jetzt einfach straight zum Kloster, befreien das ganz kurz. Anga ist auch wieder da. Und Milton? Hä? Boran ist auch nicht da. Meine Güte, Jungs, ey. Oder warte mal, ganz, ganz kurz. Vielleicht tauchen die jetzt wieder auf, wenn ich kurz hinlaufe wieder. Ja, Zed, kein Plan. Ja, es war eine Truppe von 4 Leuten. Mit mir zusammen 5. Das passt schon. Macht es nicht so spannend, Jungs. Kommt mit. Wir müssen sich um jeden einzelnen Ork kümmern. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Die können wir jetzt weghauen noch kurz. Was soll der Scheiß denn? Lades. Weißt du, wo die anderen sind? Anga! Lester? Alter, wieso verschwinden die andauernd? Da, Lester! Hier drüber. Diego! Diego! Haben wir einen verloren. Tja, passiert. Ich gönn mir mal so einen Geschwindigkeitstrank. Diego! Warte mal. Ach, da bist du. Hier. Digga, du gibst die ganze Zeit um, Alter. Hol dir mal eine bessere Rüstung, Digga. So,
So. Alle kommen mit. Perfekt. Dann können wir auch ein bisschen Speed geben. Alle noch da. Perfekt. Kommt ihr durch, ne? Nicht gegen die Bäume laufen, Jungs. Einfach gerade Linie. Ganz genau. So muss das sein. Dann jetzt hier rum. Super. Fein macht ihr das. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir brauchen Milton und Gorn nicht. Scheiß drauf. Milton ist eh useless. Und Gorn tut immer so, als ob der viel kämpfen will, will er aber gar nicht. So, erstmal mit EV-Training fertig. Warte. Mit EV-Training fertig, spiele gerade. Kleinen Moment. Bam, ausweichen. Was ist das für Töne, Alter, hier? Was ist das hier für Geräusche, Bro? Jungs, seid ihr da? Die sind ins Wasser gefallen. Alle? Ach komm, scheiß auf die. Spiele gerade Pokémon Renegade Platinum. Echt geiler Hack bisher. Mein Team ist Miltang als Tank, Blitzer, Garados, Nibuna, Gengar und Glurak. Boah, das klingt nach einem guten, ausgeglichenen Team. Nice Rom-Hack. Schon mal Radical Red gespielt. Ich habe von diesen Rom-Hacks noch gar keins gespielt, tatsächlich. Next. Also wenn das gleich nicht zählt als Kloster befreit, ne? Dann weiß ich auch nicht. Die ist ins Wasser gefallen, dafür kann ich nichts. Die sind alles gerade ins Wasser gefallen, Alter. Was ist das? Ist das Dixma gerade die ganze Zeit? Oder was ist das für Soundeffekte? Tausend Erfahrungspunkte. Ehre. So, meine Jungs habe ich wieder verloren. Ich könnte wiederholen und dann die Stadt noch wegmachen. Aber wie erfülle ich denn? Und das Returning ja auch einfach so gut wie zu Ende. Ja, ich will das ja heute auch beenden. Also ich will das nicht nochmal spielen. Ich will, dass das heute vorbei ist. So, haben wir hier noch Infos? Also an dem Buch oder so. Oder kann mir jemand sagen, wie ich die... Das kenne ich schon. Kann mir jemand sagen, wie ich die Runenmagie-Quest zu Ende mache? Was gibt es denn noch für Magier? Deswegen spiele ich nie Kapitel 47 an wie Gothic 3 einfach nur Geschnetzel. Ja, irgendwie schon, ne? Ich dachte, hier gibt es vielleicht Infos zur Runenmagie. Little Lucy, danke für deinen Resub. Im dritten Monat. Crazy, einfach schon im dritten Monat. Ich spiele seit 3 Monaten Return. Warte mal. Ach, zu den Kiffern. Aber die sind ja auch bei Onershof. Oh, mein Schädel.
Ich spiele Returning jetzt seit 4 Monaten. So lange habe ich sie schon am Hals. Ja, ungefähr, ne? Aber ist doch super. Freut mich auf jeden Fall, dass du so lange dabei geblieben bist. Weiter, Mip! Wie steht es um eure Magie? Leider sehr schlecht. Unsere magischen Runen haben ihre Kräfte verloren und können... Okay, alles klar. Ich kam in der Mitte dazu. Ja, aber schon im 3. Monat? Du hast ja nach einem Monat ungefähr angefangen, hier mitzuschauen. Weil ich habe am 18. Mai, an meinem Geburtstagssabaton, habe ich mit Gothic angefangen, mit Returning. Das war Tion. Oh, nun wollte ich sprechen. Was willst? Ich muss warten. Boah, jetzt hör mal auf zu tanzen. Ich hab jetzt noch eine Quest von dir. Ich kann die gar nicht anquatschen, solange die tanzen. Das ist doch schon lange bekannt. So, Pyroka. Hey, du. Die Belagerung des Klos, das ist aufgehoben. Den sind 3 Monate abgegönnt. Ach so, echt? Ist es so jeder, so muss das sein. Gar nicht vorstellen, alle ein Beispiel an Lucy gönnen. Nun sind unsere Novizen außer Gefahr. Wie? Ich werde umgehen ins Kloster gehen. Für Scheibe alles, abschneiden. Was du für uns getan hast, danke ich dir vielmals, mein Sohn. Bin ich dein Sohn? Wir werden es nie vergessen. Warte mal. Ich konnte einiges über die magischen Runen erfahren. Was denn? Na, sag schon. Die Kuh. Sogar sie? Das ist alles. Na gut. Ich denke, das ist genug. Ich ahne schon, was geschehen ist. Um aber ganz sicher zu gehen, erfülle du. Du sollst eine beliebige magische Rune benutzen, Herr. Und mir danach erzählen, was geschehen ist. Gut, dann gehe ich mal. Dann warte ich auf deinen Bericht. Alles klar. Du hast noch sowas, du hast noch gesagt, sowas kommt selten vor. Dass man in Vorders habt, kommt auch schon selten vor. Das haben ein paar Zuschauer ganz am Anfang gemacht. Und danach halt, niemand mehr, glaube ich, außer du jetzt. Ich soll eine beliebige magische Rune verwenden. Ja, hier, Teleport. Ja, funktioniert, Bro. Alles wie immer. Hab ich gemacht, alles wie immer, Bro. Hey, das bist du gar nicht. Wo ist Pyroka? Was ist das? Wo ist Pyroka? Ist doch gar nicht da. Ist doch gar nicht angekommen. Milton, ich dachte, du kommst mit. Ich kann dem jetzt Folge mir sagen. Nochmal ein Try. Was ist da noch irgendwas Spezielles, wenn man halt alles fertig hat? Ja, hier. Kite beschwören. Funktioniert auch. Bro, ich habe keine andere Rune, Mann. Ich habe nur die. Hier, der Weg des Kriegers. Das kann ich benutzen. Ja, meins funktioniert. Anders wie vorher, einmal kann ich nur Rune benutzen. Was das wohl bedeutet? Ja, kein Plan. Zum Glück habe ich eine Rune, die ich benutzen kann. So, Pyroka. Da ist er endlich. Du hast halbe Stunde für deinen Weg, ey. Ich habe die Rune ausprobiert. Und? Ich kann die Runenmagie immer noch wirken. Ich bin ja auch der Erwählter. Jetzt verstehe ich alles. Was denn? Xardas. Was ist also passiert? Warum könnt ihr keine Runenmagie mehr wirken? Weil es sie in der Form, in der wir sie kannten, gar nicht mehr gibt. Ja, und ich? Und ich fürchte, teilweise trägst du die Schuld daran. Ich? Mhm. Als die Götter dir ihre Macht verließen, übertrugen sie den Großteil ihrer göttlichen Kraft auf dich. Damit ist die magische Energie, die es uns erlaubte, die Runen zu benutzen, verschwunden. So ein Schwachsinn. Die magische Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern ist sehr zerbrechlich und instabil geworden. Und sogar die kleinste magische Schwankung in dieser Welt könnte sie komplett zertrennen. Es war offenbar dein Sieg über die Wächter, der all diese Veränderungen in Zollen brachte. Aber warum kann ich die Runen immer noch nutzen? Weil ich... Das ist leicht zu erklären. Macht der Götter hab. In dir sind jetzt gewaltige göttliche Kräfte vereint. Ja, das glaube ich auch. Und deine Verbindung zu den Göttern ist jetzt viel stärker als... Das ermöglicht dir, die Runenmagie zu wirken. Da ist noch etwas. Ich bitte dich, Lord Hagen darüber zu unterrichten. Das wird ihn bestimmt sehr bekümmern. Ist klar. Ja. Wie viel muss ich denn noch machen? Also kann mir noch jemand sagen, wann das Spiel zu Ende ist? Und gibt es überhaupt ein schönes Ende dann? Oder ist das dann am Ende so einfach so,
Jo, fertig. Greg, wie geht's dir? Der sagt gar nichts. Vor Tagen, jo, Runenmagie sieht schlecht aus. Die Runenmagie wurde zerstört. Was? Das will mir nicht in den Kopf. Was soll das heißen? Reg dich nicht auf. Pyroka hat mich gebeten, dir diese Nachricht zu überbringen. Ist so, jetzt schimmer deine Paladin. Ein barmherziger hat genau. Er das wirklich gesagt? Ja, hat er. Dann haben wir ein ernstes Problem. Chill, du hast doch dein Schwert. Dass die Paladine des Königs mit der Runenmagie und dem magischen Erz eine Chance hatten, die Orks aufzuhalten, die die ganze Umgebung mit Thanas überschwemmt haben. Ja, ist aber es vorbei, jetzt, ne? Wo das Erz vollständig versiegt ist und unsere magischen Runen ihre Kraft verloren haben, kann diese Kreatur nichts mehr stoppen. Damit ist der Ausgang dieses Krieges so gut wie entschieden, und zwar nicht zu unseren Gunsten. Ja, vorbei. Diese Karte, die ich dir gegeben habe. Auf hier ist eine Insel mit riesigen Vorkommen an magischem Erz eingezeichnet. Hast du das vielleicht vergessen? Ach ja, die Karte. Ich segel dahin, nein, mit Greg. Oh mein ein. Gott! Ich segel mit Greg da wieder hin. Du denn? Let's go. Benutze sie und die Paladin haben wieder eine Chance, sich den Orks in den Weg zu stellen. Aber in meiner Lage ist sie einfach nur ein Stück Papier und nicht mehr. Diese Karte ist wichtig für den König. Damit könnte eine neue Expedition ich fahr zum Festland mit Greg. Mit Erz gewährleisten. Dann muss man ihn so schnell wie möglich darüber informieren. Und wen soll ich befehlen, das zu machen? Ich. Das einzige Schiff, das dorthin segeln könnte, befindet sich in der Stadt und die ist randvoll mit Orks. Dann müssen wir die Stadt also zurückerobern. Wir müssen Corinis befreien, bevor wir daran denken können, was als nächstes zu tun ist. Ich kann dich nicht einmal und wirklich und direkt 3 Monate rausgehauen. Ja, aber du hast ja eine gute Intuition, was Streamer angeht, die du halt länger gucken willst. Deswegen einfach richtig entschieden. War irgendwie auch hirnlose Aktion, aber bedeutet habe ich es nicht, ist cool hier. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja, 3 Monate ist jetzt auch, ja, kein Vermögen, ne? Aber du könntest ja jetzt für 2 Jahre direkt subben. Nein, Spaß. Einfach 12 Runden gefreezed gewesen, GG. Wie gefreezed? Hat der Gegner dich hops genommen, oder was? Nicht viel? Was nicht viel? Ich kann dir... Warum? Wärst du ein... Aber das ist nicht ihr Hauptvorteil. Bei Pokémon, ja. Sondern die Magie, die... Dadurch sind solche Waffen imstande. Selbst zu, denn kann die Macht... Ja, okay, komm. Mittlerweile interessiert mich das alles nicht mehr. Ich werde die Stadt von den Orks befreien. Was? Glaubst du wirklich, du kannst das schaffen? Ich kann. Nun, wenn du willst, dann mach. Doch mit meiner Unterstützung kannst du in diesem Fall nicht rechnen. Ja. Und ich brauche jeden meiner Männer hier, um den Hof vor den Orks zu schützen. Ist okay, ich mach das. Dann gehe ich kurz pennen. Damit es wieder hell wird. Dann nehme ich noch die Jungs mit, wenn die hier noch irgendwo rumlungern. Ja, ich habe keinen Plan jetzt, wo die alle sind, ne? Keine Ahnung, alle einfach weg. Alle einfach weg. Wo sind die alle? Alle abgehauen. Lord Hagen ist nicht da. Lester ist nicht da. Nicht Lord Hagen. Vor Angaben meine ich. Alle weg. Keiner mehr da. Wo sind die denn? Soll ich die Stadt jetzt alleine befreien oder was? Meine Güte. Machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt einfach. Fährt die Stadt. Sollst du. Ja, ich mach das alleine. Keine Ahnung, warum die alle jetzt weg sind. Sollen mir alle helfen? Geht nix. Es wäre cool, wenn man eine Mechanik einbauen könnte, dass die Charakter, die dich begleiten, bei dir respawnen. Das wäre gut. Die sollen mich ja begleiten und dann sind wir plötzlich weg. Ja, die sind ja unnötig. Ey, wieso greifen die mich jetzt an? Ich bin doch euer Anführer. Warum greifen die mich an? Warum haben die mich jetzt angegriffen? Ich muss trinken. Ehrenloser. So, kurz futtern.
Gut, speichern. Oben auf der Brücke. Schießt mich einmal ab und dann ist er wieder weg. Ja, soll er weggehen. Hier. Und der greife ich jetzt nicht an, oder was? Was hatten die da für ein Problem gerade? Diese Orks. Die haben mich nur angegriffen, weil die Goblins auf mich getriggert waren. Ich frage mich, wie viele Orks ich jetzt killen muss. Wie viele Eiswellen habe ich noch? Magie. Wir haben noch 7 Eiswellen. Ja, geil. Klappt einfach nicht bei allen. Drecksviecher. Wir machen die Stadt jetzt noch frei. Ein nach dem anderen. Das gönne ich mir jetzt noch. Elendlosen Mistviecher. So. Das habe ich mir gegönnt. Dann gönnen wir uns jetzt noch das hier. Dann gönnen wir uns noch einen Traumruf. Und drauf. Ich gehe hier lang. Ich nehme jetzt alles weg. Es fängt an, es richtig zu laggen, Alter. Nerven. Steht der wieder auf, Alter? Einfach alle weg. Oh shit, oh shit, oh shit! Okay, das lief nicht so gut. 25 FPS, ja. Du kannst mit Num auf dem Numpad die Spawn Range unterstellen, sonst rennt das Game. 100.000 Orks? Wie? Kommt da immer mehr oder was? Mit Minus meinst du? Die Spawn Range? Ah, okay, alles klar, verstehe. Jetzt ohne zu sterben. Hätte ich das mal vorher gewusst. Kleiner Nerven. Nervensack.
Zieht jetzt seine Waffe. So dumm. So, beide weg. Nerv nicht. Wo kommst du denn her? Wir kommen von... Ach, die sind gerade von da oben gekommen. Yo! Das Game Spawn einfach trotzdem voll viele. Die sind immer noch da, die werden nur nicht gelandet. Ja, ja, verstehe. Ist auch gut so. Jeder? Wir hören jetzt alle weg. Wenn die Musik zu laut ist, sagt Bescheid. Kann sein, dass sie ein bisschen zu laut wird. Das ist gerade nicht so gut. So. Läuft doch schon mal gut. Orks. Drecks Orks. Überall einfach dreckige Orks. Sechs Orks, du auch. Einfach kurz die Stadt befreien. Ich hoffe, dass das danach gleich zu Ende ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle killen muss. Vielleicht muss ich nur im oberen Film den Boss killen. Muss bestimmt nur eine bestimmte Anzahl killen. Das könnte ich mir vorstellen. Gibt es überhaupt weibliche Orks? Ich denke schon. Ich will jetzt oben in den Viertel gehen. Ich glaube, da sind die Big Bosse. So. Wir müssen das heute beenden. Ich hab keine Lust mehr. Langsam muss aber... Das ist das Problem hier an dem siebten Kapitel ist, du weißt halt nicht, wann es zu Ende ist. Es kommt halt immer mehr. Es muss halt... Irgendwann muss halt Schluss sein. Mit irgendeiner bestimmten... Das kann nicht alles wie final aufgebaut sein. Also hier, Big Baba Vatras, falls du noch da bist. Hier, Vatras hat Fenster. Merk dir diese Stelle.
ist nah dran, alles klar. Es muss heute vorbei sein. Und ich will nicht bis 4 Uhr machen. So, ihr Dreckigen. So, wir sind Spoiler, wie lange es noch geht. Sag mir mal eine Dingenszahl, eine Stunden-Minuten-Zahl. Ja, ihr seid alleine hier. Drecks Orks. 20 Minuten, vielleicht kommt es noch an, wie flott du bist. Alles klar, perfekt. Das klingt gut. Das erhöht meine Motivation. Mittlerweile der Stärkste der Erwählte. Wie viele Monate hast du an dem Returning gezockt? Ich habe am 18. Mai angefangen. Das wären quasi 4 Monate und 10 Tage. Playtime? Das ist ja nicht die Streamzeit. 221 Stunden ist ja nicht die Streamzeit. Die Streamzeit ist deutlich höher, weil ich halt oft nochmal Spiel laden musste und so. Aber schon ein Batzen ist das. Schon ein großer Batzen gewesen. Ich einfach bin. Nein, der hat mich gekillt. War das der Anführer? Server kam wohl nicht drauf klar, dass ich im Nether bin. Wie? Was ist passiert? Hugo. Erzähl. Ist abgestürzt der Server wieder? Ist das der Big Boss? Nee, das ist einfach nur ein Kriegsherr. Ey, die machen aber trotzdem viel Schaden. Was denn? Absturz natürlich. Was denn wohl? Absturz. Ist schon kacke. Warst du alleine drauf?
Der Server stürzt halt irgendwie häufig ab. Auch wenn man alleine ist, irgendwie. Keine Ahnung. Ist schon nicht ganz so cool, dass das so häufig passiert. Ja, kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Hier, gönn ich einfach den hier. Ich hab stundenlang gespielt, hat nur Probleme. Du wolltest halt für die Tür ein, da tut sich gar nichts. Ja, das liegt aber nicht an dem Server, sondern ich glaube, das liegt an den Mods. Meine Admins sagen, das ist ganz normal. Keine Ahnung. Wo ist das Level? Letztes Mal war das mal. Ja, aber das. Warte. Wie gefällt dir das? Nimm das. Was ist das für ein Ton? Ich höre irgendwas Komisches hier. Irgend so einen komischen Ork-Ton. So. Wo ist das häufig? Das letzte Mal war am 11. oder so. Das stimmt, Retro-Link Gaming. An sich hast du recht. Das Problem an der Sache ist, man muss das ja auch in Relation dazu betrachten, wie oft, wie viele Leute auf dem Server spielen. Und das ist jetzt kein Server, an dem jeden Tag jemand drauf ist. Oder jeden Tag jemand stundenlang drauf ist. So, wenn ich jetzt den letzten Server, den wir hatten, den Community-Server, der ist halt nicht einmal abgestürzt. Bei dem Server ist es jetzt schon insgesamt, keine Ahnung, wie oft abgestürzt. Ich kann es jetzt gar nicht in Worte, ich kann es jetzt gar nicht eine Zahl sagen. Ich weiß halt nur, dass ein paar Mal der Server auch, weiß ich nicht, dreimal hintereinander abgekackt ist zum Beispiel. Und wenn der jetzt, wenn Edelkugel jetzt alleine drauf spielt und der Server stürzt halt auch ab, ist das auch ärgerlich. Ah, da ist der Orkan wieder, alles klar. Locker schon 10 Mal oder mehr. Ja, insgesamt schon. Wenn wir jetzt alle jeden Tag... Oh shit, okay, das sind zu viele. Das wird nicht so einfach. Wenn jetzt jeden Tag jemand draufspielen würde, mehrere Stunden oder halt mehrere Leute mehrmals draufspielen würden, ja, okay, dann wird das halt noch häufiger passieren. Und ich glaube nicht, dass das letzte Mal am 11. war. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es ja nicht sagen genau. Ich habe ja kein Protokoll geführt. Ich war gestern Abend auch nochmal drauf. Nachdem ich von der Arbeit... War das gestern? Nee, ich war gestern bei Tina, so war das. Als ich zu Hause war, bin ich auch nochmal draufgegangen. Dann lief auch alles flüssig. Wollte auch nochmal so testen. Alleine draufgegangen, ein bisschen rumgelaufen. Lief alles. War ein, zwei Ruckler waren da, mehr nicht. Darkst hatte auch keine Probleme. Das ist ja nicht etwas, was jetzt jeden Tag passiert. Lukas war in den Logs und das letzte Mal war am 11. Na gut, dann hat er seit dem 11. Gute Arbeit geleistet. Wie gefällt dir das? Okay, das läuft so nicht. Ja, und es ist halt an sich, also das ist ja klar, es ist ja auch Fakt. Lukas redet ja auch gerne über Fakten. Ist ja auch Fakt, dass es sehr häufiger abgestürzt ist oder hängen geblieben ist oder geleckt hat. Manchmal freeze auch mein Bild so für 5 Sekunden. Ist ja Fakt, dass es halt passiert. Es passiert jetzt nicht jeden Tag, jetzt nicht unglaublich häufig. Es passiert aber. Die und Lukas sind auch durch die Welt geflogen, hatten null Probleme. Ja, also ich hatte das gestern auch nicht. Es passiert ja nicht immer. Passiert halt ab und zu. Je mehr Leute drauf sind, umso mehr passiert es. Und das ist ein Fakt. Und ich sag ja auch nicht, dass es am RAM liegt. Das hat ja Lukas gestern, glaube ich, auch falsch verstanden. Oder weiß ich nicht, was er da sagen wollte.
und hatte da auch verschiedene. Einmal meinte er ja, das ist seitdem wir Damm erhöht haben, ist das nicht einmal passiert. Und dann, als ich gesagt habe, ja doch, siehst du hier, dann meinte er ja, okay, aber das liegt nicht am Damm. Ich glaube halt, dass es halt an der Vielzahl der Mods liegt tatsächlich. Dass es einfach zu viele Mods sind und. Dass den Server halt noch mehr belastet. Weil es halt so viele sind. Keine Ahnung, das ist so meine Vermutung. Ich habe halt einen Server gehabt ohne Mods, ist nicht abgestürzt, hat weniger geleckt. Und jetzt haben wir einen Server mit Mods, mit vielen. Und der Server hat halt mehr Probleme, muss sich mehr anstecken. So, ich glaube, das liegt daran, keine Ahnung. Ob es jetzt am Client liegt, ne, war ja auch so eine Vermutung. Es könnte daran liegen, dass der Client halt schuld ist. Oder ob es halt wirklich an den Mods liegt. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Also ich war auch schon mal ein paar Stunden online und manchmal laden Chunks nach, aber es läuft entspannt. Ja, die meiste Zeit läuft es ja auch entspannt. Nee. So. Und ich möchte ja damit auch nicht irgendwie jemand angreifen. Also ihr müsst ja auch den Server jetzt nicht so verteidigen. Weil ich hatte gestern das Gefühl, als wir drüber geredet haben, dass es halt so eine Diskussion wäre, die ich gar nicht führen wollte. Jo, ich hau nochmal ab. So, wir haben es gleich. Naja. Ne, so wie zu dem Server. Auch wenn es jetzt bei Hugo abgekackt ist. Ich habe nicht gespeichert, ne? Irgendwie greife ich nicht mehr so schnell an. Ich glaube, ich muss wieder rauchen. Stimmt, mein Ding ist abgekackt, sehe ich gerade. Mein Sumpfkrautstängel ist nicht mehr da. Deswegen schlage ich so langsam. Ach so, genau, was ich sagen wollte. So dieses Argument zu bringen. Ey, der Server läuft top, weil wir waren drauf, wir hatten null Probleme. Das ist halt kein Argument, finde ich, weil es sagt ja keiner aus Spaß, yo, bei mir ist abgestürzt, bei mir hängt alles. Oder keine Ahnung, oder bei mir hängt es ab und zu. Bei dem einen klappt es halt häufiger besser und bei dem anderen halt häufiger schlechter. Deswegen, also ihr müsst euch dann auch nicht so angegriffen fühlen. Also kam mir jetzt so vor, kann auch sein, dass ich mir total irre und das gar nicht so war. Es hat sich halt so ein bisschen angehört, so beim Lesen. Ja. Soll's halt nicht. Ich möchte halt niemanden irgendwie sagen, dass jemand hier Schuld hätte oder keine Ahnung. Also das ist ja auf gar keinen Fall der Grund, wieso wir geredet haben. Sondern, also es kommt halt vor. Und ich würde es halt gerne lösen. Aber wenn es keine Lösung gibt und keiner weiß, warum das so ist, dann ist das halt so. Hier klicken! Dankeschön für dein Host oder Raid. Willkommen. Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Stream? Ich hoffe ja. Wir sind gerade im Finale von Returning. Und wir schaffen es gleich. Dass mein PC kacke sein sollte, würde es trotzdem keinen Sinn machen, dass der Server so abkackt. Ja, es liegt ja halt am Server und nicht an deinem PC. Das ist mir schon klar. Ich sag ja, ich sehe ja, dass es abstürzt, aber ich... Warte, Moment, Leute. Aber bei dem anderen, mit dem keine Probleme, ist eher gemeint, dass das wurde gesagt, dass es laggt. Warte, was? Moment. Thank you.
Nein! Du Penner! Mir ist schon klar, ich sehe ja, dass es gerade abgestürzt ist. Aber bei dem anderen, mit dem keine Probleme ist, er gemeint, dass gesagt wurde, dass es laggt. Lags habe ich an sich auch ab und zu. Ja, ich habe ja auch ab und zu Lags. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz unspielbar wäre. Ist es nicht. Also es ist spielbar, klar. Sonst könnte ich da auch nicht drauf streamen. Also man sieht es ja bei mir im Stream, dass es auch bei mir manchmal laggt. An manchen Stellen. Nicht die ganze Zeit. Aber ich finde dann halt auch, ich weiß nicht, wenn dann gegenargumentiert wird und gesagt wird, ja, bei dem anderen Server hat es auch gelaggt. Kann sein. Vielleicht hat es da auch ab und zu gelaggt. Ich weiß es nicht mehr, 100%. Ich habe kein Protokoll geführt. Aber so wie ich mich jetzt daran erinnere, hatte ich da, glaube ich, dass ich da halt diese Lags, die ich hier habe, gar nicht hatte. Persönlich. Und da hat sich halt auch keiner beschwert. Ich meine halt, Chunks laden und so, die haben halt bei mir und Lukas ganz normal geladen. War halt nichts. Ja, ja, kann, ist auch so. Also bei mir ja auch normalerweise. Ich habe ja auch gestern nochmal gespielt. Also wenn man ganz normal rumläuft, dann ist es halt nicht so. Vor allem, wenn man alleine ist, meistens halt nicht. Wenn ich alleine bin, dann laggt es halt, ich habe Zeitlupe. Dann laggt es halt seltener. Aber wenn wir zu fünft auf dem Server sind, ne, dann ist schon schlimm, so teilweise. Und dann zu sagen, ja, das liegt daran, dass der eine halt rumläuft. Das sehe ich halt nicht so. Das kann halt keine Argumentation sein, finde ich. Jo, der Server laggt, weil eine Person läuft ein bisschen rum. Und das kann, ich glaube halt, also in meiner Vorstellung, liegt das halt nicht am RAM, liegt das auch nicht daran, dass der Server scheiße wäre, sondern das liegt daran, dass das halt zu viele Mods sind und der Server damit halt nicht klarkommt. Das glaube ich. Oh, Glück gehabt. Nein, 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 oh mein Gott. Ich habe ihr volles Leben. Ein Glück. Geschafft. Ehre! So, um das jetzt nochmal abzuschließen. Beziehungsweise nicht abzuschließen, ne? Wenn jemand noch was dazu sagen will, gerne. Aber es liegt halt auf der Hand, dass es nicht 1:1 genauso ist wie auf dem anderen ungemoddeten Server. Ist es halt nicht. Ist es nicht gleich. Ist es nicht die gleiche Menge an Lag, Chunk-Lag, Hängenbleiben, Abstürzen. Ist es nicht das gleiche. Ist es nicht. Es liegt auch nicht am RAM. Wie viele Tode hast du? 5127. Genau. Es ist nicht das gleiche. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist halt auf jeden Fall da. Es ist nicht so schlimm, dass es unspielbar wäre. Und ja, weiß ich nicht. Ich kann hier einige weiter. Die Stadt ist befreit. Jetzt werden wir das Spiel erstmal. Unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Ich auch nicht. Aber wie hast du das geschafft? Nun denn. In diesem Fall hat sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet. Solange die Stadt in den Fängen der Orks war, waren wir nicht in der Lage, ihnen unsere Bedingungen in diesem Krieg zu diktieren. Aber jetzt ist dank dir die Initiative in unsere Hände übergegangen. Es fehlt nicht mehr viel. Und von den Orks ist keine Spur. Deshalb möchte ich dir meinen aufrichtigen Dank ausdrücken für alles, was du für uns getan hast. Und noch etwas. Und noch etwas. Was denn? Also bei mir ist das nur so, wenn ich auf Server kann und kurz stehen bleiben, muss alles geladen werden und dann kann ich einfach zocken. Ja, das ist ja auch, also dass das am Anfang passiert, das ist bei mir auch so, das ist glaube ich bei jedem so. Das ist aber auch nicht schlimm. Ne, man muss halt
sich Zeit nehmen, dass das Game startet, dass man auf dem Server joint und dann das alles lädt. Das ist bei mir auch immer so. Das ist auch kein Problem, das meint auch keiner. Und das ist ja auch, in den meisten Fällen ist das ja auch so. Jetzt so. Hast du dein Schiff wieder. Nach dem König, ich segel mit. Festland segeln, um dem König die Nachricht von dem Erz zu übermitteln. Es tut mir leid, aber ich kann die Insel nicht verlassen, solange ich nicht völlig sicher bin, dass die Bedrohung durch die Orks endgültig überstanden ist. Was soll ich denn jetzt so machen, Bro? Das stimmt natürlich. Aber das Minental wird immer noch von diesen Kreaturen beherrscht. Und nur Inos weiß, wie sich die Lage zukünftig entwickeln wird. Außerdem muss sich jemand um den Wiederaufbau der Stadt kümmern, von ihrer Verteidigung gar nicht zu reden. Wie du also siehst, kann ich niemanden entbehren, ich den ich zum König schicken könnte. Ich könnte diese mitteilen, okay. Wie fährt das meine Hütte? Ja, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung, Batras. So. Vielleicht musst du dir noch ein paar Sachen überlegen, um das noch ein bisschen mehr zu schmücken, ein bisschen schöner zu machen. Und Batras Hütte hat Fenster. Ich habe es gerade gesehen. Die sind allerdings von Ranken bedeckt. Batras Hütte hat Fenster. Ich könnte diese Mitteilung überbringen. Karte erhalten. Natürlich nur, wenn du mir das Schiff anvertraust. Anvertraust, als soll ich sie... Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überrascht. Von dir hätte ich solch einen Vorschlag nicht erwartet. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du beim letzten Mal gar nicht erst gefragt, ob du es nehmen darfst, sondern... Es war wichtig, ich habe den Drachen gekillt. Aber genug davon. In diesem Fall könnte ich dir tatsächlich das Schiff zur Verfügung stellen. Die Paladine auf dem Festland brauchen dieses Erz dringend und es ist meine heilige Pflicht, einfach alles zu tun, ja, um meinen Brüdern in diesem Krieg zu helfen. Ganz genau. Allerdings weiß niemand, wie die Lage dort derzeit aussieht. Es könnte sich herausstellen, dass unsere Hilfe schon zu spät kommt. Aber auf jeden Fall müssen wir es versuchen. Deshalb nimm mein Schiff und mache dich unverzüglich auf den Weg zum Festland. Klar. Kronospar auch da. Ja, die kannst du auch machen. Zählt jede Minute. Übergib dem König die Karte und erzähle ihm von den Vorkommen des magischen Erzes. Hoffen wir, dass noch nicht alles verloren ist. Gut, dann mache ich mich auf die Reise. Ist halt echt so, ne? Der bitcht einfach wegen seinem Schiff rum. Ich brauche einen Kapitän, der das Schiff führt. Sprich mit Greg! Greg! Er erfüllt jetzt sowieso die Pflichten eines Kapitäns für dieses Schiff. Greg, mein Homie, wo bist du? Greg, bester Mann! So, du bist jetzt also der Kapitän der königlichen Dalere. Bro! Ja. Lord Hagen hat mich gerade dazu auserkoren. Ist das nicht geil? Alt ist, er hatte in dieser Frage keine andere Wahl. Doch wie du dich erinnern wirst, hat er uns ein Schiff versprochen. Und so wie es aussieht, hat er sein Wort gehalten. Naja, wie du siehst. Nun, um ehrlich zu sein, ist es nicht gerade das, was ich erwartet habe. Warum fragst du eigentlich danach? Ich muss sofort zum Festland aufbrechen. Ja, ja, Ranken gibt es auch. Die gibt es auch im Original. Paladins. Die gibt es auch im Original, Minecraft. Ich dachte schon, ich müsste ewig auf diesem Hof rumhocken. Und wann können wir den Anker lichten? Sofort. Jetzt sofort. Ali, geht's wieder gut. Dann breche ich zum Hafen auf, um das Schiff zur Abfahrt vorzubereiten. Okay, wir achten aber nicht. Boah, dann sah es auch ganz anders aus. Ich benötige noch einige Leute, um mit diesem Pott klarzukommen. Ich denke, dass 5 oder 6 Personen ausreichen werden. Klar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns. Wir waren die gleiche Mannschaft wie vorher. Lee. Wie sehr bist du genesen? So ist es, mein Freund. Ja, perfekt. Ich bin wieder vollständig in Ordnung. Die Pfeife ist tot. Was meinst du, was wirst du jetzt machen? Ich habe viele Pläne auf der Rechnung. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen werde. Aber ich habe meine Absicht, auf das Festland zurückzukehren, noch nicht aufgegeben. Wie du weißt, habe ich dort noch etwas zu erledigen, das wichtig für mich ist. Wenn es dich also plötzlich dorthin treiben sollte, vergiss den alten Lee nicht. Sofort, komm mit. Ich habe deine Bitte nicht vergessen. Willst du damit sagen, dass du dich auf das Festland begibst? Wir gehen uns aufs Festland. Ja, genau. Morgen dann Gothic 3. Mach dich also fertig. Wir laufen bald aus. Gut. Okay, Lee Bescheid gesagt. Lord Varus, willst du mitkommen? Ruhe. Nicht? Lord Garon, willst du? Nee, auch nicht. Lord André? Nee, auch nicht. Palette, willst du vielleicht mit? Nö. Jetzt muss ich nur gucken, dass Gorn halt auch noch hier irgendwo ist. Diego ist auch verschollen. Kavalon, willst du mit? Nö. Bodus, willst du mit? Ich werde mit dem Schiff zum Festland aufbrechen. Und für dich gibt's auf diesem Schiff auch ein Plätzchen. Ha, Kumpel! Ein Plätzchen zu essen. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Ich werde mit Freude zum Festland fahren und versuchen, dort ein neues Leben anzufangen. Edetodus, aber weh, du schließt dich den Orks an. Ich bin sowieso zu stark von meiner Vergangenheit unterdrückt. Aber dort ist es anders. So ist es. Dann willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am Schiff.
Glaubst du wirklich? Ich glaube wirklich. Das ist Patrick. Ah, da seid ihr ja, meine Freunde! Erwache. Erwache. Ich habe Neuigkeiten für dich. Interessant. Was hast du dir diesmal vorgenommen? Du kommst mit. Ehrlich gesagt, wollte ich dir anbieten, zusammen mit mir aufs Festland zu fahren. Ja, Mann. Aber wozu? Ich habe eine Botschaft für den König. Glaub mir, das ist äußerst wichtig. Ja, und Insel ist weg. Das ist ein wichtiger Grund. Und du wirst bestimmt Hilfe von deinen Hilfe von meinen Freunden alten Freunden. Daher werde ich dein Angebot annehmen. Gut. Alles klar. Ich mache mich alles klar, Eder. Diego. Bist du bereit, mich zu begleiten? Wie du willst, mein Freund. Und auf jeden Fall schon gespannt, wie oft ich unten in der Höhle sterben werde. Letztes Mal war da Medusa. Nun, das ist ein wichtiger. Kann sein, kann sein. Dann gibt es endlich etwas zu tun. Jetzt sofort brechen wir auf. Jetzt. Das Schiff liegt im Hafen und ist zur Abfahrt bereit. Gut. Gut, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen? Was willst du? Ich segle zum Festland. Festland. Bist du dabei? Let's go! Natürlich. Boom! Da fragst du noch. Man erzählt sich allerdings, dass es dort zurzeit nur so vor Orks wimmelt. Genau, was ich brauche, Kumpel. Eder. Hier würde ich ja vor Langeweile wahnsinnig werden. Ist so. In Ordnung. Dann komm zum Schiff. Anger. Ich werde zum Festland aufbrechen. Willst du mich nicht begleiten? Komm mit. Warum eigentlich nicht? Eder. Mich hält hier ja doch nichts auf dieser Insel. Ist so. Vielleicht finde ich dort endlich das, wonach ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und gelassen. Dann komm zum Hafen. Das Schiff wartet bereits. Gut. Eder, Lades? Wie wäre es mit einer kleinen Reise zum Festland? Da würde ich nicht nein sagen. Ich werde dort schon eine Beschäftigung für mich finden. Okay. Dann setzen wir bald die Segeln. Kommt heute noch irgendwas, so muss ich es gleich werde mich beeilen. Also es ergibt halt keinen Sinn, noch was Neues anzufangen. Ich wüsste nicht, was wir da noch machen könnten. Also ich denke nicht, dass wir noch viel machen. Wir machen so ganz entspannt zu Ende und dann haben wir ja auch schon fast 2 Uhr, ne? Ist ja schon spät. War das gerade Wolf? Hey. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Egal. Ne. Komm, dann lernen wir noch. Warte mal. Minecraft. Bring mir bei. Ganz einfach. Die Rennen sind nur an den Rändern mit dem Körper. Ach so. Nimm einfach eine scharfe Klinge. Ja, dann. Schneide sie heraus. Mach ich. Kapiert? Kapiert. Klingt einfach. Klingt einfach. Sag ich ja. Ja, jeder. Ich hole da noch mal ein paar Minecraft. Ah, Moment. Da fällt mir ein. Ist ja alles klar? Hey, ich hau ab jetzt, ne? Ich würde... Was gen... Ich würde gerne... Wie viel... 2000... Ein... Wie viele Bruchstahl haben wir denn überhaupt? Steht da gar nicht. Ich... Was? Eisen, das... Ja. Ich würde... Gegenwärtig ist das Lager leer. Wie ist das Lager leer? Ja, okay. Ich werde zum Festland segeln. Ja. Kannst du auf den Turm achten? Das sind Elfe. Er ist eine Elfe. Nachrichten. Wirst du für immer fort sein oder planst du wieder zu kommen? Ich fürchte nicht, dass ich zurückkommen werde. Ja. Wenn du so weit bist, dir alles zu übernehmen, dann sage ich nicht nein. Ich schenke dir das einfach. Ich denke, ich werde ja sagen. Danke dir für all deine Bemühungen. Darfst du alles haben? Inzwischen gehört jetzt ist alles ein sehr dir. Gutes Lager. Ich denke, ja. Es wird alles gut laufen. Jetzt, da der Turm und Onas Hof die Hauptzentren der Verteidigung gegen die Balthasar. Orks sind, wird es leicht sein, auch andere Lager zu einer Kooperation zu überreden. Dank für deinen ehrenhaften Raid. Ich denke, du hast alles für uns getan, was du konntest. Ich habe alles für dich getan, was ich konnte, Balthasar. Was wir können. Und jetzt ist es an dir zu zeigen, Gute was du kannst. Danke. Oder andersrum eher. Vielen Dank für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Stream. Wir sind gerade so gut wie am Ende von Gothic 2 Returning angelangt. Ihr werdet noch sehen, wie wir wegsegeln werden, deswegen setzt euch noch bitte, wenn ihr möchtet, ein Weilchen, würde mich sehr freuen. Und genau, also ich verabschiede mich gerade von allen, guck noch so, wen ich mitnehmen kann. Hier Galahad, bester Mann. Hey. Nee, so, hier habe ich jetzt auch alles geklärt, meinen Turm kurz abgegeben. Ich muss noch ein paar Leute mitnehmen und dann segeln wir echt weg zum Festland. Noch kurz ins Kloster der Feuermagier.
Wir haben gerade noch Ork-Krieg gehabt. Richtig krass. Dothras, willst du... Vatras, willst du mit? Der will gar nicht. Wie geht's dir? Mir geht es gut, mein Sohn. Danke, dass du danach fragst. Gerne. Doch wie du sehen kannst, kann man das nicht von allen sagen. So viele sind umgekommen. Passiert. Und viele werden noch sterben. Ja, es ist so ein Komm und Gegen hier in der Welt. Fällt mir äußerst schwer und schmerzt mich sehr. Sprich doch mal mit Pyrokar so. Vielleicht macht ihr eine kleine Therapiestunde. Da das Ende von Gothic 2 immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, setze ich mich genau da gern dazu. Dankeschön. Freut mich sehr. Das ist aber das Ende von Gothic 2 Returning. Also wir sehen jetzt nicht nach Erdorath. Das haben wir schon fertig. Wir machen ein bisschen was anderes. Sagst du das? Nee, der will nicht. Ragnar? Nee, der will auch nicht. Ja, wir hauen gleich ab. Milton, komm, du musst ans Bord kommen. Willst du mit mir zum Festland segeln? Ich weiß nicht so recht. Dein Vorschlag kommt ziemlich überraschend. Komm, du brauchst hier nichts zu machen, die brauchen nicht. Um ehrlich zu sein, diese Insel verdammt überdrüssig bin. Ich glaube, ich könnte ein wenig Abwechslung vertragen. Oh, also gut. Ja, das ist richtig, ich denke, das stimmt beides. Überzeugt. Ich werde mit dir... In Ordnung. Das ist gleich. Wir segeln nach Mythana zum Festland. Das ist richtig. Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir halt nicht zuerst nach Erdorath fahren, sondern das ist alles erledigt. Können wir noch wen mitnehmen? Kann ich noch irgendwo kurz abchecken? Lass mich mal kurz nachdenken, bevor wir jetzt Schluss machen. Oder halt das Game beenden. Odin ist es alle, sind alle tot. Sonnenkreis, nein. Sagitta! Also ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man diese beiden Truhen lootet. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das geht irgendwie nicht. Ich habe gut abgemacht. Sehr. Dann soll. Hä, ist hier irgendwas los? Wer kämpft da draußen? Taschendiebstahl bei ihr? Oh shit, ja da gut, das kann ich ja. Ey, was ist hier los? Oh, Sagitta, nur kurz fragen. Guck mal hier, noch ganz am Ende. Wo ist der Trank? Wo ist der Trank aus der Sonnenaloe? Der hier? Nee. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch irgendeinen Trank bekommen, aber keine Ahnung, wo der ist. Egal. Die Truhen looten wir dann beim nächsten Mal spielen. Yo, Bro, ich wollte mich auch bei dir verabschieden. Was hast du? Ich habe noch ein Geschenk für dich. Gönn dir mal hier die Blutrobe. Gönn dir. Jeder? Okay, ja, wir sind fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Ende. Zum Hafen. Ich kämpfe so langsam irgendwie. Hör mal auf mit dem Scheiß, Bro. Nervensäge. Noch so einer. Stell dir mal vor, ich sterbe jetzt auch noch. Lass mich in Ruhe. Boah, wie mein Bolzen fliegt. Was hast du verdient? So. Und jetzt alle töten. Alle. Sogar die Drachen. Ja, ich glaube, so viel mache ich jetzt nicht mehr. Wir werden uns jetzt entspannt einfach verabschieden. Soll ich mal durch? Entschuldigung. Darf ich mal? Dankeschön. Ich kann ja nochmal laden. Ich kann ja nochmal laden gleich. Und dann halt noch ein bisschen Kacke bauen. Wo sind denn die Jungs? Ich dachte, wir treffen uns am Hafen. Ah, die sind da drauf.
Nein, die dürfen nicht sterben. Der eine ist gestorben. Das Schiff ist frei. Jungs. Ich habe nur Eisblock. Fuck. Nein, ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert. Oh mein Gott. Muss kurz abhauen. Bro, ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert. Ich habe eine Liste gemacht mit den Leuten, die dich abfangen. Ich hatte eigentlich eine Liste. Aber die meisten davon sind eh in der Stadt schon gestorben. Also hat das nicht ganz hingehauen. Eiswelle auf der 8. Todesliste von Henno. Ja, ungefähr so. Gerne noch einen Traumruf. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein kleines Problem. Ich hoffe, ich habe genug Sachen zum Wiederbeleben. Wieso liegt da ein Pirat drauf auf meinem Schiff? Ist das Skip? Okay, zum Glück können die nicht alle sterben. Ein Mist viel weniger. Greg hat echt seine Piratencrew mitgenommen. Ein Mist. Ja, machen wir alle weg hier. Kein Bock auf die ganzen Orks. Ist hier noch einer? Ein Mist wie weniger. Haut die weg! Los, lässt da drauf! Ich hab dir nicht umsonst die krasse Waffe gegeben. Aber ich hab sogar Milton eine krasse Waffe gegeben. Sogar Milton kämpft mit einem Zweihänder einfach. So, war's das? Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Das hast du verdient. Weg ist er. Ist hier noch einer? Nö. Wieso hat denn Greg gesagt, dass er noch Leute mitnehmen soll, wenn er sowieso hier alle hat? Gar keine Ausdauer mehr, sehe ich gerade. Ist hier noch einer versteckt? Nein. Okay, gut, fertig. Du sagst es. Ha, gone. Wie in alten Zeiten, was? Wie ist das? Samuel. Da ist nichts zu holen. Zurück ins Leben mit dir, Samuel. Samuel L. Jackson. Skip! Belia kann dich jetzt nicht behalten. Ich brauch dich noch. Oi! Wie Kampf wurde bemerkt. Oh, ich hab Samuel getroffen. Hey, alles klar? Hey, du. Lass mich in Ruhe. Warte, bis Lord an. Ja, als ob Lord André davon hört, Alter. Wer bin ich denn? Francis! Ah, nee. Auf den habe ich keinen Bock, der kann sterben. Ein Nekromant. Ja, ich bin ein Nekromant, wie du siehst. Ein Mist viel weniger. So, alles klar? Ne, die sagen alle nichts mehr, ne? Das ist Belias Werk. Belia, hilf mir einfach. So, meine Damen und Herren. Hey, Rank. Du. Ist mein Schiff bereit? Natürlich. Alles in bester Ordnung. Was sonst? Wunderbar. Na, wenn das so ist, können wir in See stechen. Lass uns den Meeresspiegel kaputt machen und in See stechen. Gut, wie du willst. Hey, ihr Landratten, auf eure Posten. Lichtet den Anker, die Leinen los, setzt die Segel. Lichtet den Anker. Ran an Trossen und Winde. Dreht den Bug in den Wind. Let's go! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Albtraum-Schwierigkeitsgrads. Albtraum. Schwierigkeitsgrad. Ich hab's geschafft. Wir haben an der Erschaffung von, keine Ahnung, Team New Balance, Leica und Hart und Dream Gothic und Deep Cape und Rost Tosha. Raffly und 100% S und, keine Ahnung, Margoth, Entwickler von System Pack, Saturas, Entwickler von Astbot irgendwas, Alex, Draven, God, Modder von Animation und Modellen, Moodfreak, Modder. Den kenne ich sogar, den Namen. Oh, mein Name ist geschafft. Yellowwolf. Okun. Tester und Ideengeber. Tester und Ideengeber, das muss man mal sein. Wache. Tester und Ideengeber.
Bastro, Tester und Ideengeber. Alex 1, Tester und Ideengeber. Love, Tester und Ideengeber. Alex, Tester und Ideengeber. Xterm, Tester und Ideengeber. Jan 75, Tester und Ideengeber. Jetzt regnet es auch noch so schön. Begun, Tester und Ideengeber. Areovist, Tester und Ideengeber. Otla, das war doch der Magier, der ist einfach verschollen da. Und stirbt jetzt aber. Besonderen Dank geht an den Entwickler von Gothic System Pack. Sprachversion. ETS 2019 oder so, keine Ahnung. Hat ca. 100 Charakter gesprochen. Oh, hast du ja gut, ne? Bei uns hat halt keiner Charakter gesprochen. Und es regnet uns auch noch, das passt irgendwie voll jetzt. Alexander Kovlitz. Gore Nadrak. Charakterstimme. Alex Bell. Charakterstimme. Blade. Charakterstimme. Im Russischen halt, im deutschen TTS. Ja, im deutschen TTS. Also ich würde es ja auch gerne mit deren Voice spielen, aber ich verstehe dann halt nichts. Das ist dann doof. Dann muss ich mehr lesen. Das ist nicht gut. Deswegen habe ich halt keine Wahl. Also man könnte das halt mit Russisch spielen, aber ist halt angenehmer mit TTS zu spielen. Aber schöne Musik hier gerade. Ja, das war echt lang. Aber ich muss sagen, insgesamt war die Mod ziemlich geil. Also wirklich gut. Deswegen empfehle ich das auch jedem, der das noch nicht gespielt hat, das auch gerne mal selber auszuprobieren. Balnazar. Wenn du fertig bist mit Chronik von Myrtana, Returning auf Albtraum. Dann bin ich echt gespannt, wenn du das spielen solltest. Wie du dann klarkommen wirst. Der Anfang ist halt übel Pain. Und dann muss man halt lernen, wie die Gegner halt sich verhalten. Und manche Bossgegner muss man einfach auch lernen, wie man das am besten macht. Und mit der Zeit verbessert sich, finde ich, auch der Gothic-Skill selber. Und ich möchte noch einmal betonen, es gab einige Leute, die meinten, am Anfang, als ich das angefangen habe, die meinten, du wirst den Run abbrechen. Es gab echt Leute, die haben gesagt, du wirst den Run abbrechen. Und ich finde, ich habe auch nicht overcheesed, finde ich. Ich habe nicht overcheesed, finde ich. Vielleicht sind da andere anderer Meinung. Aber ich habe auch viele Bossgegner einfach so besiegt. Ohne Cheese, ohne gar nichts. Die Magier habe ich halt viel gecheesed. Es gibt ein paar Magier, die habe ich gecheesed und ich glaube, die hätte ich auch so nicht geschafft. Weil ich einfach zu wenig Schutz hatte vor Magie. Es kann sein, dass sie einfacher gewesen wären, hätte ich die später versucht. Manche Magier. Moin, Evil! Stimmt sogar, Overcheese. Nein, komm, übertreib mal nicht, oder? Also ein paar Magier, die habe ich halt echt, die musste ich cheesen, weil die hätte ich anders nicht gepackt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es gab zwei Magier. Magier Boss of Melee of Nightmare ist auch eklig, vor allem bei dem ersten Run. Ja, schon irgendwie. Ich wüsste jetzt, vielleicht würde ich beim zweiten Run, wenn ich Nahkampf Einhänder mache, vielleicht würde ich da rauskriegen, wie ich das besser mache. Aber es gab zwei Magier, mit Akrobatik geht's. Ja gut, das habe ich nicht gelernt. Vielleicht wäre das damit wirklich einfacher gewesen. Das müsste man dann ausprobieren. Aber keine Ahnung, ob ich bei meinem zweiten Returning Run Einhänder spiele oder halt generell Nahkampf spiele. Keine Ahnung. Werden wir dann halt sehen, ne? Zwei Magier. Nämlich, Nummer 1, der Magier, der im alten Sumpflager im Minental war, den ich ertränkt habe, den ich einfach ersoffen lassen habe. Der war echt schwer. Also hätte ich den nicht gecheased. Ich weiß nicht, wie ich den gepackt hätte. Kann ich nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass ich den noch weiter nach hinten hätte schieben können. Ich weiß gerade nicht, ob ich da noch andere Sachen zu tun gehabt hatte. Aber ich glaube, den habe ich halt wirklich erst dann gemacht. Ja, vielleicht hätte man den noch im vierten Kapitel machen können. Das weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass man den auch im vierten Kapitel hätte machen können.
Aber der war echt schwer. Und der Magier im Schläfertempel. Der war schwer. Weil der mir auch ziemlich viel abgezogen hat zu dem Zeitpunkt. Die anderen gingen eigentlich tatsächlich. Also so insgesamt... Raven. Ja gut, guck mal. Da muss ich jetzt aber sagen... Raven habe ich im ersten Versuch, bei dem ich Eiswelle für seine Helfer benutzt habe, geschafft. Und ich glaube, den hätte ich auch so geschafft im Nahkampf. Ich habe da ein bisschen mit der Armbrust gespielt, ja. Aber ich bin mir sicher, ich dachte halt, dass ich die Eiswelle und Eisblock nicht auf seine Helfer machen kann. Ich dachte, die zählen als auch als Bossgegner irgendwie, weil die dieses Leben haben. Aber die Helfer haben mich halt abgefuckt. Im Nahkampf ging der eigentlich. Deine Skelette haben auch genervt ein bisschen. Aber ich hatte den auch schon im Nahkampf so weit, dass ich halt bei seinen, bei den beiden Magier, Gehilfen war. Weißt du, was ich meine? Evil? Und die haben mich halt abgefuckt und dann hatte ich halt keinen Bock mehr. So, weil dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich halt einfach Eiswelle machen kann. Den ersten Try, bei dem ich Eiswelle benutzt habe, waren die halt weg. Machst du Eiswelle, schlägst du beide, tot. Direkt geht's weiter. Ich glaube, den hätte ich halt auch ohne Cheats gepackt. Habe ich dann halt aber nicht so gemacht. Ich habe jetzt nicht extra geladen und nochmal gemacht. Eben hat doch selbst nicht mal Returning beendet. Ah so, musst du mal machen. Dex Mili macht mega Laune. Einhand mit Degen, wenn du eine Inspiration brauchst. Als Mili sind auch glücklich. Als Magier halt easy. Ja, ich habe halt auch überlegt. Also war es auf jeden Fall eine Option. Weder fürs nächste Mal. Beidhändig kam. Also auf Geschicklichkeit gehen und beidhändig benutzen. Beziehungsweise halt auch einhändig Geschicklichkeitswaffen. Mit so Degen und so. Aber halt, wenn ich die Möglichkeit habe, halt beidhändig zu kämpfen, das wäre eine Möglichkeit, worauf ich Bock hätte. Und, also mit Bogen zusätzlich noch dazu. Keine Ahnung, so halt ungefähr mit auf Geschicklichkeit. Darauf hätte ich Bock. Aber ich würde mich auch dazu bringen, Magier zu spielen. Irgendeine Art von Magier. Wenn ihr das wollt. Aber das würden wir dann halt entscheiden beim nächsten Mal, wenn wir Returning spielen. Wir halt einfach eine Abstimmung machen. Ich finde aber auch, dass ich mich gegen Gruppen relativ gut geschlagen habe. Nicht gegen alle Gruppen. Aber meistens war das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe eine gute Reaktionsgeschwindigkeit. Reaktionsdingens bei Gruppenkämpfen. Auch wenn da so mehrere Orks mal waren. Bevor ich halt so stark war, ging das eigentlich auch gut klar. Es gab ein paar wenige Bossgegner, die mich halt ein bisschen abgefuckt haben. Die dann aber halt auch irgendwie gelöst wurden. Hast du gut gemacht, danke. Dunkler Magier, Mili mit Degen. Ey, ganz ehrlich, ich würde es sogar machen. Kein Problem, mache ich. Wir machen mal eine Abstimmung dann, wenn es soweit ist. Als nächstes spielen wir aber auf jeden Fall den... ist mein Ernst? Ja. Ganz ehrlich, man bekommt so viele Lernpunkte. Vor allem, beim nächsten Mal spiele ich auch mit SNC. Vielleicht ändert das nochmal einige Sachen. Vielleicht kann ich dann auch nochmal ein bisschen anders machen. Ja, deine Reaktionszeit hat sich erhöht. In dem Moment, als der Adanos 50% seiner Kraft gegeben hat. Richtig, genau. Hier, Adanos gibt wieder ein bisschen Kraft. SNC ist viel zu stark. Ja, aber ich habe jetzt ohne SNC gespielt. Und ich würde auch gerne mal mit SNC spielen. Wenn wir auch ein bisschen Variation haben. Ich glaube, das zweite Mal wird wirklich easier. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt auch... Also ich habe ja gelernt, wie ich gegen manche Bosse kämpfe. Und wie ich mich schnell stark mache. Was ich am Anfang lernen sollte, was ich am später lernen sollte, das weiß ich jetzt auch ein bisschen. Als ich Ausdauerdegenerationsstufe 2 hatte, ne? Ich habe in kaum einem Kampf, habe ich danach irgendwie deutlich Ausdauer verloren. Also wirklich gar nicht. Ich würde jetzt beim nächsten Run versuchen, relativ schnell Ausdauerdegenerationsstufe 2 zu lernen und auf 200 Ausdauer zu kommen. Dann wird Ausdauer relativ lange kein Problem mehr sein, denke ich. Ich merke schon in Arculus, was ich alles in Run 2 anders machen werde. Ja, sowieso, wenn du halt blind spielst, weißt du halt viele Sachen nicht. Und da kannst du ja dann bei mir gucken, wie ich das dann mache. Ausdauerregeneration brauchst du eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Ich habe ja auch bis zum Ende des Spiels ohne Ausdauerregeneration gespielt. Aber ich habe dann gemerkt, dass es eigentlich relativ gut war. Sonst hatte ich ja auch keine Ausdauerregeneration gemacht. Also ich habe das komplette Spiel eigentlich ohne gespielt und hat auch geklappt. Aber ich glaube, dass das relativ stark wäre. Wenn Kämpfe länger dauern.
Ja, das ist aber alles Sachen, die wir dann beim zweiten Run machen werden. Und dann entscheiden wir uns, wie wir spielen wollen. Sind halt viele LP, vor allem Nightmare. Stimmt, du hast recht, wenn ich ohne SNC spiele, habe ich auch deutlich weniger Lernpunkte am Anfang. Weil da bekommt man ja nur einen Lernpunkt pro Stufe, ne? Am Anfang, ohne SNC, habe ich ja 8 bekommen. Nee, gar nicht. Ich glaube, erste Stufe war 10, danach war 9, ein paar Mal, 2-3 Mal und dann 8 und dann ging es immer weiter runter und dann hatte ich irgendwann nur noch 4. Morgen zweiter Run? Nee. Also heute am Freitag streame ich nicht. Weil ich muss arbeiten wieder und... Oder warte mal. Weiß ich nicht, ob ich heute streame. Vielleicht kann ich doch, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich denke, Samstag gibt es auf jeden Fall einen Stream. Ich weiß nicht, ob wir da schon mit Gothic anfangen. Wir müssen mal gucken. Am besten halt Discord-Server die Augen offen halten. Dann werdet ihr sehen. Ich werde ja mit Chronik von Myrtana anfangen. Aber gut durchgebissen. In meinem ersten Run war mir Gothic-Schwierigkeit zu hart. Ja, egal. Ich zock das durch, Alter. Ich zieh das einfach durch. Gut, ich will pennen. Gute Nacht. Ich muss auch pennen. Wir haben jetzt kurz vor 3. Das ist die richtige Stelle, um einen schönen Raid zu starten. Ist nicht zu laut, ne? Doch, machen wir ein bisschen leiser. So. Lol, ich habe ja die Pauschale bekommen. Ja, Darkseid, wenn du arbeitest, bekommst du die auch. Ich werde die auch bekommen. So. Lurien ist bei mir online. Wer ist denn noch bei Gothic 2, bei Breath of the Wild und bei Smash und bei Gothic 1 online? Gothic 2 ist keiner online. Hier wäre jemand bei Breath of the Wild. Smash ist keiner, Gothic 1 ist auch keiner. Okay, was wollt ihr sehen? Breath of the Wild bei jemand komplett Neues? Oder bei oder The Long Dark bei der Dame, die wir letztes Mal geradet haben, war das, glaube ich. Die Ironie, dass ich heute nur vor dir fertig war mit dem Stream, weil mein Seed in Pokémon so gut war. Hä, ich dachte, du hast Gothic gespielt heute. Breath of the Wild. The Long Dark klingt gut. Ja, ich kenne das Game gar nicht. Aber wir gehen dann mal zu Breath of the Wild, dann haben wir auch ein bisschen Variation drin. Bis 23 Uhr danach noch Key-Item, Render und Pokémon. Ach so, ja, nice. Okay, wir machen Breath of the Wild. Ich habe es mir mal gekauft und nie gespielt. Ich kenne das halt gar nicht, also keine Ahnung. Vielleicht ist es ein gutes Game, sah aber auch ganz witzig aus gerade, als ich kurz reingeklickt habe. Aber wir schicken euch dann einfach rüber zu dem guten Manigo. Der hat auch einen coolen lila Lichtschleier um sich herum. Sieht interessant aus. Könnt ihr mal schauen, vielleicht ist es sympathisch. Könnt ihr Follow da lassen. Euch noch ein bisschen Breath of the Wild geben, wenn ihr noch nicht schlafen wollt. Oder zum Einschlafen nutzen. Ich sag auf jeden Fall gute Nacht. Gute Nacht auch an dich, Lucy. Wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schönen Schlaf, schöne Erholung. Haltet die Augen offen beim Discord-Server, ob ich da halt Bescheid sage, weil ich kann halt gerade nicht sagen, ob ich heute nach der Arbeit streamen werde, kann ich nicht sagen. Samstag streame ich auf jeden Fall, ich weiß aber noch nicht, ob wir mit Gothic anfangen werden oder ob wir nur Smash und Minecraft machen, weil da habe ich halt auch um 18 Uhr Schicht. Also können wir nur vormittags streamen. Nicht vormittags, mittags, nach Anfang Nachmittag so. Gute Nacht, du Penner. Darkseid. Bam! Alter, so eine Faust. Soll ich dir eine Faust geben oder einem anderen Zuschauer doppelt? Nein, Spaß. Okay. So, haut rein. Der Raid geht jetzt los. Wir sehen uns bald wieder. Returning ist vorbei. Ich lade die Parts noch auf YouTube hoch. Dann Ede und falls irgendwer kommt, dann machen. Ciao, ciao. Haut rein. Bye, bye. Ede. Entweder